Die Aussage des Randolph Carter. Eine Geschichte von Howard Phillips Lovecraft. Gelesen und wie immer ein wenig editiert und kommentiert von Tom Daniel, dem Geschichtenweber. Ich wiederhole Ihnen, Gentlemen, dass Ihre Ermittlung fruchtlos ist. Halten Sie mich hier für immer fest, wenn Sie wollen. Sperren Sie mich ein oder richten Sie mich hin, wenn Sie eines Opfers bedürfen, um sich mit der Illusion, die Sie Gerechtigkeit nennen, zu versöhnen. Doch kann ich Ihnen nicht mehr sagen, als ich bereits sagte. Alles, woran ich mich erinnern kann, habe ich Ihnen mit vollständiger Aufrichtigkeit erzählt. Nichts davon wurde verzerrt oder verschwiegen. Und wenn irgendetwas vage verbleibt, dann liegt dies einzig an der dunklen Wolke, welche meinen Geist überkam. An dieser Wolke und der nebelhaften Natur der Schrecken, welche sie über mich brachte. Ich sage noch einmal, dass ich nicht weiß, was aus Harley Warren geworden ist. Obgleich ich denke, ja, geradezu hoffe, dass er in friedlicher Vergessenheit eingegangen ist. Falls irgendwo ein derart gesegneter Zustand überhaupt existiert. Ja, es ist wahr, dass ich 5 Jahre lang sein engster Freund gewesen bin. Sowie hin und wieder Teilhaber seiner, naja, schrecklichen Forschungen hinaus ins Unbekannte. Ich will nicht leugnen, obgleich meine Erinnerung unbestimmt und unscharf ist, dass dieser Zeuge von Ihnen uns tatsächlich zusammen auf der Gansville-Mautstraße gesehen haben mag, als wir gerade in Richtung des großen Zypressensumpfes gingen. Gegen ungefähr 23:30 in jener grässlichen Nacht. Dass wir elektrische Laternen, Spaten, sowie eine seltsame Kabelrolle mit daran angeschlossenen Instrumenten bei uns trugen, will ich sogar bestätigen. Denn all diese Dinge spielten eine Rolle in der einen abscheulichen Szene, welche eingebrannt in meinem erschütterten Gedächtnis verbleibt. Doch hinsichtlich dessen, was folgte, sowie des Grundes, warum ich am nächsten Morgen alleine und verstört am Rande des Sumpfes aufgefunden wurde, muss ich insistieren, dass ich nichts weiß. Außerdem, was ich Ihnen bereits wieder und wieder und wieder erzählt habe. Sie sagen mir, es gäbe nichts im Sumpf selbst oder nahebei, das den Schauplatz zu jener fürchterlichen Episode bilden könnte. Ich wiederhole, dass ich nicht mehr weiß als das, was ich sah, mit meinen eigenen Augen sah. Ja. Eine Vision oder ein Albtraum mag es gewesen sein. Ähnlich hoffe ich es, es möge eine Vision oder ein Albtraum gewesen sein. Doch ist dies alles, was mein Geist behalten konnte. Von dem, was sich in jenen schockierenden Stunden zutrug, nachdem wir das Blickfeld der Menschen verlassen hatten. Und weshalb Harley Warren nicht zurückkehrte, mag er allein. Oder sein Totengeist. Oder ein namenloses Ding, das ich nicht beschreiben kann, berichten. Wie ich zuvor ja schon sagte, waren mir die sonderbaren Studien des Harley Warren wohl bekannt. Und in einem gewissen Ausmaß nahm ich daran teil. Aus seiner enormen Sammlung seltsamer, seltener Bücher über verbotene Gegenstände habe ich alles gelesen, die in Sprachen verfasst sind, welche ich beherrsche. Doch wenn ich ehrlich bin, sind dies wenige verglichen mit denen in Sprachen, die ich nicht verstehe. Die meisten davon sind, glaube ich zumindest, auf Arabisch. Und das vom Teufel inspirierte Buch, welches das Ende herbeiführte, das Buch, welches er in seiner Tasche aus unserer Welt trug, das war in Schriftzeichen geschrieben, dergleichen ich niemals anderswo sah.
wenn es überhaupt Dinge waren, die je von menschlicher Hand geschrieben wurden. Nein. Warren wollte mir niemals sagen, was in diesem Buche stand. Was die Natur unserer Studien angeht, muss ich wirklich erneut sagen, dass ich nicht länger volles Verständnis all dessen besitze? Es erscheint mir einigermaßen gnädig, dass ich dies nicht mehr besitze. Denn es waren schreckliche Studien, welche ich mehr aus widerstrebender Faszination verfolgte, denn aus tatsächlicher Neigung. Warren dominierte mich stets. Und zuweilen fürchtete ich ihn, wenn ich ehrlich bin. Ich erinnere mich, wie ich angesichts seines Gesichtsausdruckes erschauderte in der Nacht, vor dem grässlichen Geschehen, als er so unaufhörlich von seiner Theorie sprach, warum gewisse Leichen nie verwesen, sondern fest und fett für tausende Jahre in ihren Grabstätten ruhen. Doch jetzt fürchte ich ihn nicht mehr. Denn ich ahne, dass er Schrecken erfahren hat, die weit jenseits meines Horizontes liegen. Jetzt fürchte ich um ihn. Einmal mehr sage ich, dass ich keine klaren Vorstellungen von unserem Ziel in dieser Nacht habe. Na, gewiss, es hatte viel mit irgendetwas in dem Buch zu tun, das Warren bei sich trug. Jenes uralte Buch in unentzifferbaren Schriftzeichen, welches ihn einen Monat zuvor aus Indien erreichte. Doch ich schwöre, dass ich nicht weiß, was wir zu finden erwarten. Ihr Zeuge sagt aus, er hätte uns auf der Gainesville-Mautstraße gesehen, als wir in Richtung des großen Zypressensumpfes unterwegs waren. Dies entspricht vermutlich der Wahrheit. Doch habe ich daran keine klare Erinnerung. Das in meine Seele eingebrannte Bild kennzeichnet eine einzige Szene. Und die Stunde muss lange nach Mitternacht gewesen sein. Denn ein abnehmender Sichelmond stand hoch am dunstigen Himmel. Die Stätte war ein uralter Totenacker. So uralt, dass ich angesichts der mannigfachen Anzeichen undenklicher Jahre erzitterte. Er lag in einem tiefen, klammen Talkessel, überwachsen mit wucherndem Gras, Moos, sowie seltsam kriechendem Unkraut. Und er war erfüllt von einem vagen, üblen Geruch, welche meine müßige Fantasie absurderweise mit verfaulendem Gestein in Verbindung brachte. Allseits fanden sich Spuren von Verwahrlosung und Hinfälligkeit. Und ich schien von der Ahnung heimgesucht, dass Warren und ich die ersten lebenden Geschöpfe waren, die in die todbringende Stille der Jahrhunderte eindrangen. Über den Rand des Tales spähte ein fahler, abnehmender Sichelmond. Durch den widerlichen Brodem, der unerhörten Katakomben zu entströmen schien, und durch seine schwächlichen, schwankenden Strahlen konnte ich eine abstoßende Aufreihung antiker Grabplatten, Urnen, Kenotaphe und Mausoleumsfassaden erkennen. Sämtlich bröckelnd, moosüberwachsen, nässefleckig und teils verborgen unter der ekelhaften Überfülle krankhafter Vegetation. Mein erster klarer Eindruck meiner eigenen Präsenz in dieser schrecklichen Nekropolis betrifft das Warten, als Warren und ich vor einer bestimmten, halb verdeckten Grabstätte anhielten und das Abwerfen einiger Lasten, die wir anscheinend getragen hatten. Inzwischen nahm ich ebenfalls wahr, dass ich eine elektrische Laterne und zwei Spaten bei mir hatte, während mein Begleiter mit einer ähnlichen Laterne und einer tragbaren Telefonausrüstung versorgt war. Nein, kein Wort wurde geäußert. Da die Stelle und die Aufgabe uns anscheinend bekannt war. Und ohne Aufschub ergriffen wir unsere Spaten und begannen, das Gras, das Unkraut und das hingewehte Erdreich von der flachen, archaischen Totenstätte zu beseitigen. Nachdem wir die gesamte Oberfläche freigelegt hatten,
welche aus drei immensen Granitplatten bestand, traten wir in einige Entfernung zurück, um die Grabhaus-Szenerie zu begutachten. Und Wammen wirkte, als nehme er im Geiste einige Berechnungen vor. Sodann kehrte er auch an die Grabstätte zurück. Und indem er seinen Spaten als Brechstange gebrauchte, suchte er die Platte aufzuhebeln, die am nächsten neben einer Steinruine lag, die zu ihrer Zeit ein Grabdenkmal gewesen sein mochte. Dies gelang ihm nicht, und er bedeutete mir, zu kommen, um ihm Beihilfe zu leisten. Zuletzt löste unsere vereinte Kraft den Stein, welchen wir aufrichteten und zur Seite kippten. Das Entfernen der Grabplatte enthüllte eine schwarze Öffnung, aus der ein Ausfluss miasmatischer Gase hervordrängte. Derart widerlich, dass wir vor Grauen zurückfuhren. Nach einer gewissen Zeitspanne näherten wir uns der Grube jedoch erneut. Und wir fanden ihren Grabeshauch weniger unerträglich. Unsere Laternen offenbarten das obere Ende einer steinernen Treppenflucht. Tropfend vom widerwärtigen Wundsekret des Erdinneren und begrenzt von feuchten Mauern, verkrustet mit Salpeter. Und nun verzeichnet mein Gedächtnis erstmals eine wörtliche Ansprache, die Worren schließlich mit seiner vollen Tenorstimme an mich richtete. Einer, wenn ich das so sagen kann, bemerkenswert gelassenen Stimme, angesichts unserer furchteinflößenden Umgebung. »Es tut mir leid, dich bitten zu müssen, an der Oberfläche zu bleiben«, sagte er. »Aber es wäre ein Verbrechen, jemanden mit deinen schwächlichen Nervenkostümen dort hinabgehen zu lassen.« »Du kannst dir, selbst nach dem, was du gelesen und was ich dir erzählt habe, die Dinge nicht vorstellen, die ich sehen und verrichten muss.« »Es ist Teufelswerk, Carter. Und ich bezweifle, dass irgendein Mensch ohne eisernen Herzenstakt dies jemals fertigbringen und anschließend lebend und geistig gesund wieder heraufkommen könnte. Es ist keinesfalls mein Wunsch, dich zu verletzen. Und der Himmel weiß, ich wäre froh genug, dich bei mir zu haben. Doch die Verantwortung liegt in gewissem Sinne bei mir. Und ich könnte kein Nervenbündel wie dich dort hinabschleifen. Voraussichtlich dem Tod oder dem Irrsinn entgegen. Ich sag dir, du kannst dir nicht vorstellen, wie die Dinge wirklich liegen. Aber ich verspreche, ich halte dich über das Telefon über jeden Schritt auf dem Laufenden. Wie du siehst, hier habe ich genug Kabel dabei. Ich habe genug Kabel, um damit zum Mittelpunkt der Erde und wieder zurückzukommen. Ich kann sie immer noch in der Erinnerung hören. Diese kaltblütig gesprochenen Worte. Immer noch erinnere ich mich an meine Beschwerden. Ich schien auf das Dringlichste begierig darauf, meinen Freund in jede Grabestiefe zu begleiten. Er erwies sich als unerbittlich starrsinnig. Einmal drohte er gar, die Expedition abzubrechen, falls ich bei meinem Beharren bliebe. Eine Drohung, die sich als effektiv herausstellte, da er ja allein den Schlüssel zu dem Ding besaß. An all dies kann ich mich immer noch erinnern, obgleich ich nicht mehr weiß, welche Art von Ding wir suchten. Nachdem er sich meiner widerstrebenden Fügung in seiner Absicht versichert hatte, ergriff Wauen die Kabelrolle und stellte die Instrumente ein. Auf sein Nicken hin nahm ich eines der letzteren und ließ mich auf einen alten, verfärbten Grabstein nahe der kürzlich freigelegten Öffnung sinken. Sodann schüttelte er mir die Hand, schulterte die Kabelrolle und verschwand inmitten dieses unbeschreiblichen Beinhauses. Ein Moment lang behielt ich den Schein seiner Laterne in meinem Sichtfeld,
und vernahm das Rascheln des Kabels, als er es hinter sich niedergleiten ließ. Doch der Lichtschein verschwand bald abrupt, als wäre eine Biegung in den Treppenabgang genommen worden. Und das Geräusch erstarb beinahe genauso schnell. Ich war allein und doch verbunden mit den unbekannten Tiefen durch jene magischen Drähte, deren isolierte Oberfläche grün unter den sich windenden Strahlen des abnehmenden Sichelmondes lag. Im einsamen Schweigen dieser altersgrauen und verlassenen Totenstadt malte sich mein Geist die grausigsten Fantasien und Illusionen aus. Und es schienen die grotesken Kultstädte und Monolithen eine abscheuliche Persönlichkeit anzunehmen. Eine halb empfindungsfähige Persönlichkeit. Amorphe Schatten schienen in den dunklen Nischen des von Unkraut erstickten Talkessels zu lauern und umherzuhuschen, wie in einer blasphemisch-zeremoniellen Prozession. Vorbei an den Portalen der modernden Gräber am Abhang. Schatten? Schatten, die nicht durch den blassen, spähenden Sichelmond geworfen worden sein konnten. Ich konsultierte unentwegt meine Taschenuhr im Licht meiner elektrischen Laterne und horchte mit fieberhafter Aufregung auf den Telefonhörer. Doch hörte ich für mehr als eine Viertelstunde nichts. Dann kam ein schwaches Klicken aus dem Instrument. Und ich rief mit meiner nervösen Stimme nach meinem Freunde hinab. Beklommen wie ich war ich doch gleichwohl unvorbereitet auf die Worte, die aus diesem unheimlichen Grabgewölbe heraufkamen. In einer Tonlage, erschreckter und zitternder als alles, was ich je zuvor von Harley Vaughan gehört hatte. Er, der mich so kurze Zeit zuvor so ruhig verlassen hatte, rief nun in einem zittrigen Geflüster von dort unten zurück. Unheilvoller als der grellste Schrei. Gott, wenn du sehen könntest, was ich sehe. Ich konnte nicht antworten. Sprachlos konnte ich nichts als warten. Dann kamen die wahnsinnigen Töne erneut. Carter, es ist schrecklich, monströs, Gott, unglaublich. Diesmal ließ meine Stimme mich nicht im Stich und ich ergoss eine Flut aufgeregter Fragen in den Transmitter. Verängstigt wiederholte ich unentwegt: Vaughan, was ist es? Was ist es? Einmal mehr kam die Stimme meines Freundes, noch immer heiser vor Furcht und nun offenbar von Verzagen gefärbt. Ich kann's dir nicht sagen, Carter. Es ist zu fern, jenseits aller Vorstellung. Ich wage es dir nicht. Ich wage es dir nicht zu sagen. Kein Mensch könnte es wissen und weiterleben. Großer Gott, niemals hätte ich davon geträumt. Erneute Stille. Ausgenommen mein nunmehr zusammenhangloser Schwall schaudernder Nachfragen. So dann Warrens Stimme in einer Tonhöhe der wildesten Bestürzung. Carter, um der Liebe Gottes willen, leg die Platten zurück und verschwinde, wenn du kannst. Schnell, schnell, lass alles liegen und sieh zu, dass du wegkommst. Es ist deine einzige Chance, Carter. Tu, was ich sage und bitte mich nicht, es zu erklären. Ich vernahm es, dennoch nur fähig, meine fieberhaften Fragen zu wiederholen. Rings um mich waren die Gräber und die Dunkelheit und die Schatten. Unter mir irgendeine Tücke jenseits des Radius menschlicher Vorstellung. Doch mein Freund war in größerer Gefahr als ich. Und durch meine Furcht empfand ich einen schwachen Unmut darüber, dass er mich für fähig erachtete,
ihn unter solchen Umständen im Stiche zu lassen. Mehr klicken. Und nach einer Unterbrechung ein kläglicher Aufschrei Warrens. Hau ab! Um Gottes Willen, leg die Platten zurück und hau ab, Carter! Irgendetwas in dem kindischen Jargon meines offensichtlich gebeutelten Gefährten setzte meine Fähigkeiten frei. Ich formulierte und rief laut einen Entschluss. Warren, fasse Mut, ich komm runter! Doch angesichts dieses Vorschlages veränderte sich der Ton meines Zuhörers in einen Schrei äußersten Verzagens. Tu's nicht! Du kannst es nicht verstehen. Es ist zu spät. Und es ist meine eigene Schuld. Leg die Platten zurück und lauf! Lauf, um Gottes Willen! Es gibt nichts mehr, was du oder irgendwer sonst tun könnte. Erneut änderte sich der Ton. Wobei er diesmal eine sanftere Qualität annahm. Wie von hoffnungsloser Resignation. Jedoch für mich blieb er angstvoll angespannt. Schnell, bevor es zu spät ist! Ich versuchte nicht auf ihn zu hören, versuchte die Paralyse zu durchbrechen, welche mich zurückhielt, um meinen Schwur zu erfüllen, ihm zur Hilfe hinabzueilen. Doch sein folgendes Flüstern fand mich immer noch regungslos in den Ketten schieren Grauens. Beeil dich. Es bringt nichts. Du musst gehen. Besser einer als zwei. Die Platte. Eine Unterbrechung. Mehr klicken. Dann Warrens schwache Stimme. Es ist fast vorbei. Mach's nicht schwerer. Deck die verdammte Strophen zu und lauf um dein Leben. Ich verliere Zeit. Mach's gut, Carter. Ich werde dich nicht wiedersehen. Hier schwoll Vaughans Geflüster zu einem Weinen an. Einen Weinen, das allmählich zu einem Kreischen anstieg. Beladen mit dem Grauen aller Zeitalter. Verflucht sei diese höllischen Dinger! Legionen! Mein Gott! Hau ab! Hau ab! Hau ab, Carter! Danach herrschte Stille. Ich weiß nicht, wie viele endlose Äonen ich betäubt da saß. In das Telefon flüsternd, murmelnd, rufend und schreiend. Durch diese Äonen flüsterte und murmelte, rief, schrie und kreischte ich wieder und wieder. Warren! Warren! Antworte mir! Warren, bist du da? Warren! Warren! Und dann kam die Krönung alles Grauens zu mir. Dies Unglaubliche, Undenkbare, nahezu unaussprechliche Ding. Ich habe ja gesagt, dass Äonen voran zu sein schienen, nachdem Vaughan seine letzte verzweifelte Warnung hervorkreischte und dass nur mein eigenes Geschrei nunmehr die grässliche Stille durchbrach. Doch nach einer Weile war ein weiteres Klicken im Empfänger und ich strengte meine Ohren an, um zu lauschen. Erneut rief ich hinab, Warren, bist du da? Und zur Antwort hörte ich das Ding, das diese Wolke über meinen Geist brachte. Keine Angst, ich versuche nicht, Gentlemen, von diesem Ding zu berichten. Dieser Stimme. Noch kann ich es wagen, es im Detail zu beschreiben, da mir die ersten Worte das Bewusstsein nahmen und die Lücke in meine Erinnerung schufen, die bis zu der Zeit meines Erwachens im Krankenhaus reicht. Soll ich sagen, die Stimme war tief? Hohl? Galeerartig? Entlegen?
Unirdisch? Inhuman? Körperlos? Was soll ich sagen? Es war das Ende meines Erlebnisses. Und es ist das Ende meiner Geschichte. Ich hörte sie. Und dann weiß ich nichts mehr. Hörte sie, als ich versteinert auf diesem unbekannten Totenacker in dem Talkessel saß. Inmitten der bröckelnden Steine und der zerfallenen Grabstätte, der wuchernden Vegetation und der miasmatischen Dämpfe. Hörte sie auffallen aus den innersten Tiefen dieser verdammenswerten, geöffneten Gruft. Derweil ich, amorphe, nekrophagische Schatten, unter einem verfluchten, abnehmenden Mond beim Tanze beobachtete. Und dies ist, was sie sagte. Der Außenseiter. Eine Geschichte von Howard Phillips Lovecraft. Wie immer gelesen und ein wenig editiert und kommentiert von Tan Daniel, dem Geschichtenweber. In dieser Nacht träumt der Baron von Unheil nur. Und all seine Kriegergäste mit Schatten und Form von Hex und Teufel und großen Grabeswurm gaben lange, schlechte Träume ihm. Kiez. Unglücklich ist der, dessen Erinnerung an die Kindheit nichts als Angst und Traurigkeit birgt. Bedauernswert ist der, der nur zurückblicken kann auf einsame Stunden in riesigen, elenden, braun verhangenen Gemächern mit irrsinnigen Reihen uralter Bücher oder endlos wachend inmitten Dämmer beschienener Haine voller grotesker, gigantischer, von Ranken umschlungener Bäume, deren Zweige sich weit oben krümmten und lautlos winkten. Solch ein Los haben die Götter mir beschieden. Mir, dem Verwirrten und Enttäuschten, dem Unfruchtbaren, dem Gebrochenen. Und doch bin ich sonderbar zufrieden. Und klammere mich wie verzweifelt an jene welken Erinnerungen, wenn mein Verstand für einen Augenblick droht, sich darüber hinaus des anderen zu entsinnen. Ich weiß nicht, wo ich geboren wurde, außer, dass das Schloss, unvorstellbar alt und unvorstellbar grauenhaft war, voll dunkler Gänge und hohen Decken, an denen man nichts als Spinnweben und Schatten zu entdecken vermochte. Die Steinmauern der zerfallenen Korridore schienen immerzu von scheußlicher Feuchtigkeit überzogen zu sein. Und überall herrschte ein widerwärtiger Geruch, wie von den aufgehäuften Leichen toter Generationen. Niemals war es hell, sodass ich zuweilen Kerzen anzündete
und sie zum Trost anstarrte. Draußen schien nie die Sonne, denn die schrecklichen Bäume wuchsen bis weit über den höchsten zugänglichen Turm hinaus. Zwar gab es einen schwarzen Turm, der über die Bäume hinaus ins Unbekannte ragte, doch er war zum Teil verfallen und konnte nur durch eine kaum zu bewerkstelligende Kletterpartie Stein für Stein die bloße Wand empor erklommen werden. An diesem Ort muss ich viele Jahre meines Lebens zugebracht haben. Doch ich vermag den Zeitraum nicht zu ermessen. Irgendwelche Wesen müssen sich um mich und meine Bedürfnisse gekümmert haben. Doch kann ich mich an keine Person außer mich selbst erinnern. An keine Lebewesen außer den lautlosen Ratten und Fledermäusen und Spinnen. Ich glaube, dass die Person, die sich um mich gekümmert hat, erschütternd alt gewesen sein muss. Denn meine erste Vorstellung von einem lebenden Menschen war ein höhnisches Abbild meiner selbst, doch verwachsen, verkümmert und verkommen. Ganz so wie dieses Schloss. Für mich war nichts Groteskes an den Gebeinen und Gerippen, die auf dem Boden mancher Steingruft tief unten im Fundament verstreut lagen. In meiner Fantasie verband ich diese Dinge mit alltäglichen Geschehnissen und empfand sie als natürlicher, denn die farbigen Bilder von lebenden Wesen, die ich in vielen der modrigen Bücher fand. Aus jenen Büchern lernte ich alles, was ich weiß. Kein Lehrer drängte oder leitete mich, und ich kann mich nicht erinnern, in all diesen Jahren je eine menschliche Stimme gehört zu haben. Nicht einmal mehr meine eigene. Denn obwohl ich über das Sprachvermögen gelesen hatte, kam ich doch nie auf den Gedanken, selbst laut zu sprechen. Über mein Aussehen machte ich mir ebenfalls keine Gedanken. Denn im gesamten Schloss fand ich nicht einen einzigen Spiegel. Rein instinktiv hielt ich mich den jugendlichen Gestalten für ähnlich, die ich auf den Zeichnungen und Gemälden in den Büchern betrachtete. Ich hielt mich für jung, weil ich so wenige Erinnerungen besaß. Draußen, in dem fauligen Burggraben und unter den finsteren, stummen Bäumen, lag ich oft und träumte stundenlang von dem, was ich in den Büchern gelesen hatte. Voller Sehnsucht stellte ich mir vor, dass ich die endlosen Wälder verlassen könnte und inmitten der fröhlichen Wesen der sonnenbeschienenen Welt spazieren ging. Einmal unternahm ich den Versuch, aus dem Wald zu fliehen. Doch je weiter ich mich vom Schlosse entfernte, desto tiefer wurden die Schatten und desto mehr Furcht hing lauernd in der Luft. Schließlich rannte ich von Panik erfüllt zurück, voller Angst, mich in einem Labyrinth nachtschwarzer Stille zu verlaufen. Und so träumte und wartete ich im endlosen Dämmerlicht. Doch worauf ich überhaupt wartete, das wusste ich nicht. Dann wurden in den Schatten der Einsamkeit meine Sehnsucht nach Licht so stark, dass mir keine Ruhe mehr blieb und ich erforschte mit tastenden Händen den einzigen schwarzen Turm, der sich über den Wald in den unbekannten Himmel erhob. Endlich fasste ich den Entschluss, diesen Turm zu erklimmen. Und sollte ich dabei abstürzen. Denn es war besser, einmal einen Blick auf den Himmel zu erhaschen und zu sterben, als zu leben, ohne je das Tageslicht gesehen zu haben. Im feuchten Zwielicht erklomm ich die abgetragene und uralte Steintreppe. Bis dahin, wo sie endete. Dann zog ich mich wagemutig an den kleinen Vorsprüngen hinauf, die nach oben führten. Gespenstisch und grausig war es in diesem toten, stufenlosen Steinzylinder. Schwarz, verfallen und verlassen, voller aufgescheuchter Fledermäuse, deren Schwingen keinen Laut erzeugten.
Doch gespenstischer und grausiger noch war die Langwierigkeit meines Aufstieges. Denn so viel ich auch kletterte, die Finsternis über mir wollte und wollte sich nicht lichten. Und ein neuer Frosthauch, wie von heimgesuchtem und uraltem Moder, befiel mich. Ich erschauderte und frug mich, warum ich nicht zum Licht gelangte. Und hätte ich es gewagt, so hätte ich hinabgeschaut. Ich glaubte, die Nacht habe mich überrascht. Und umsonst tastete ich mit der einen Hand nach einer Fensteröffnung, um herauszuspähen und so zumindest die erreichte Höhe abschätzen zu können. Nach unendlich langem und blinden Klettern über diesem gewölbten, verfluchten Abgrund spürte ich mit einem Mal, wie ich mit dem Kopf gegen ein festes Hindernis stieß. Und ich wusste, dass ich das Dach oder zumindest eine Art Zwischendecke erreicht haben musste. In der Dunkelheit streckte ich meine freie Hand aus und tastete die Barriere ab. Sie war aus Stein und unbeweglich. Also musste ich mich seitwärts durch die fatale Rundung des Turmes hangeln und mich an allem festkrallen, was die schleimbedeckte Mauer mir bot. Schließlich fand meine suchende Hand eine Stelle, an der die Barriere nachgab, und ich streckte mich, um den Steindeckel oder die Tür mit dem Kopf anzuheben, und setzte meinen angsterfüllten Aufstieg mit beiden Händen fort. Über mir offenbarte sich kein Licht. Und je höher ich die Wand abtastete, desto bewusster wurde mir, dass meine Kletterpartie fürs Erste beendet war. Der Deckel war eine Falltür, die auf eine ebene Steinfläche von größerem Durchmesser als der darunterliegende Turm führte. Ohne Zweifel der Boden einer hohen und geräumigen Aussichtskammer. Ich schlängelte mich vorsichtig durch die Öffnung und achtete darauf, dass die Falltür nicht wieder zuschlug, was ich aber nicht verhindern konnte. Während ich erschöpft auf dem Steinboden lag, hörte ich das unheimliche Echo der zugeschlagenen Falltür und hoffte, sie wieder aufstemmen zu können, falls es nötig sei. Da ich mich nun in beträchtlicher Höhe glaubte, weit über den verfluchten Ästen des Waldes, erhob ich mich mühsam vom Boden und tastete nach Fenstern, um zum ersten Mal den Himmel und den Mond und die Sterne erblicken zu können, von denen ich gelesen hatte. Doch rundherum wurde ich enttäuscht. Ich ertastete nichts als gewaltige Nischen aus Marmor, die abscheuliche, längliche Kisten von verwirrender Größe bargen. Mehr und mehr kam ich ins Grübeln und frug mich, welche grausigen Geschehnisse wohl in diesem hohen Raum hausen mochten, der seit unzähligen Jahren vom unteren Schloss abgeschnitten war. Ganz unerwartet fanden meine Hände einen Türsturz mit einem steinernen Portal, das mit seltsamen Reliefs bedeckt war. Ich rüttelte daran, doch die Tür war verschlossen. Doch mit einer erheblichen Anstrengung überwand ich diese Schranke und riss die Tür nach innen auf. Nach dieser Tat überwältigte mich die reinste Ekstase, die mir je zuteil geworden war. Denn durch ein kunstfertiges Eisengitter und über eine kurze Steintreppe, die nach oben führte, strahlte hell und friedlich der Vollmond, den ich bisher nur in Träumen und vagen Visionen gesehen hatte. Die Erinnerung zu nennen, ich nicht wagte. Nun war ich überzeugt, die höchsten Zinnen des Schlosses erreicht zu haben. Ich wollte die wenigen Stufen vor der Tür hinaufeilen, doch eine Wolke schob sich plötzlich vor dem Mond und ich stolperte. Langsam und vorsichtig ging ich weiter.
Es war noch immer sehr dunkel, als ich das Gitter erreichte und vorsichtig daran rüttelte. Es war nicht verschlossen. Dennoch wagte ich es nicht zu öffnen, da ich fürchtete, aus der von mir erklommenen Höhe hinabzustürzen. Dann trat der Mond wieder hervor. Von allen Schrecken ist stets der am teuflischsten, der vollkommen unerwartet eintritt und so grotesk ist, dass man ihn kaum glauben kann. Nichts, was ich bisher erlebt hatte, kam dem bizarren Entsetzen gleich, das ich nun meinem Blick offenbarte. Was ich sah, war ebenso einfach wie erstaunlich. Handelte es sich doch um nichts mehr als dies. Statt einer schwindelerregenden Aussicht aus großer Höhe auf Baumwipfel, erstreckte sich vor dem Eisengitter nach allen Seiten fester Erdboden, der bedeckt war mit marmornen Platten und Säulen und überschattet von einer uralten Steinkirche, deren verfallener Glockenturm im Mondlicht gespenstisch leuchtete. Halb benommen öffnete ich das Gitter und taumelte auf den weißen Kieselpfad hinaus, der in zwei Richtungen führte. Zwar war mein Verstand benebelt und im Aufruhr, doch noch immer erfüllte mich die unbändige Sehnsucht nach Licht. Nicht einmal dieser unglaubliche Anblick brachte mich davon ab. Ich wusste nicht, ob dieses Erlebnis eine irre Einbildung, mein Traum oder Zauberei war. Und es kümmerte mich auch nicht. Ich war fest dazu entschlossen, strahlendes Licht und Lebensfreude zu erblicken. Koste es, was es wolle. Ich wusste nicht, wer ich war oder was ich war oder was meine Umgebung bedeutete. Doch als ich weiter vorwärts stolperte, drang mir eine erschreckende, lang verbannte Erinnerung immer stärker ins Bewusstsein, die mir meinen Weg nicht gänzlich zufällig erscheinen ließ. Durch einen Torbogen verließ ich dieses Reich der Platten und Säulen und wanderte über das offene Land. Manchmal folgte ich der sichtbaren Straße, manchmal verließ ich sie, um neugierig über Wiesen zu schlendern, wo nur gelegentliche Reste die frühere Gegenwart eines Weges verrieten. Einmal durchschwamm ich einen rasch dahinströmenden Fluss, in dem zerfallenes und moosbedecktes Mauerwerk von einer seit langer Zeit verschwundenen Brücke kündete. Mehr als 2 Stunden muss ich so gewandert sein, bis ich das erreichte, was mir mein Ziel zu sein schien. Ein ehrwürdiges, von Efeu umschlungenes Schloss in einem dicht bewaldeten Park. Der Ort kam mir auf rasend machende Weise zugleich vertraut und verstörend fremd vor. Ich sah, dass der Burggraben Wasser führte und dass einige der wohlbekannten Türme beschädigt waren. Doch es gab auch neue Seitenflügel, wie ich erstaunt bemerkte. Was ich jedoch mit größtem Interesse und Entzücken betrachtete, waren die offenen Fenster. Prächtig erfüllt von Licht gossen sie Klänge eines ausgelassenen Festes in die Nacht. Ich näherte mich einem der Fenster, spähte hinein und erblickte eine wirklich eigentümlich gekleidete Gesellschaft, die sich vergnügte und sich heiter miteinander unterhielt. Anscheinend hatte ich nie zuvor die Sprache der Menschen gehört und konnte daher nur unklar vermuten, was sie sagten. Einigen der Gesichter war ein Ausdruck zu eigen, der in mir unglaublich ferne Erinnerungen wachrief.
Andere waren mir gänzlich fremd. Nun trat ich durch den hohen Durchlass in den blendend hellen Raum. Und zugleich schritt ich von meinem einzigen hellen Hoffnungsschimmer in den schwärzesten Schlund der Verzweiflung und Erkenntnis. Unvermittelt wurde ein Albtraum wahr, denn sobald ich eintrat, spielte sich vor meinen Augen das allerentsetzlichste Schauspiel ab. Kaum hatte ich die Schwelle überschritten, da überwältigte die gesamte Gesellschaft eine plötzliche und unerwartete Angst von so grässlicher Heftigkeit, dass ich jedes Gesicht verzerrte und aus beinahe jeder Kehle schreckliche Schreie drangen. Alles floh, und in dem Tumult und der Panik verloren einige das Bewusstsein und wurden von ihren wie toll flüchtenden Gefährten mitgeschleift. Viele hielten sich die Hände vors Gesicht und setzten blind und unbeholfen ihre Flucht fort, stießen Möbelstücke um und schliefen gegen die Wände, ehe sie einer der vielen Türen erreichten. Die Schreie waren markerschütternd. Und als ich da so allein und verwirrt in dem strahlend hellen Festsaal stand und den ersterbenden Echos lauschte, erbebte ich beim Gedanken an das, was verdeckt in meiner Nähe lauern mochte. Auf den ersten Blick kam mir der Raum verlassen vor. Doch als ich auf einer der Nischen zuging, war mir, als sei dort etwas. Die Andeutung einer Bewegung jenseits des vergoldeten Torbogens, der in einen recht ähnlichen Nebenraum führte. Als ich mich diesem Bogen näherte, konnte ich die Erscheinung deutlicher erkennen. Dann gab ich den ersten und letzten Laut von mir, den ich je ausstieß. Ein grässliches Geheul, das mir fast ebenso heftigen Abscheu einflößte wie seine unerträgliche Ursache, und erblickte in seiner ganzen grausigen Lebendigkeit die unfassbare, unbeschreibliche und unnennbare Monstrosität, die durch ihr bloßes Erscheinen eine fröhliche Festgesellschaft in einen Haufen hysterischer Flüchtlinge verwandelt hatte. Ich vermag nicht einmal mehr anzudeuten, wie es aussah. Denn es war das Ergebnis all dessen, was unrein, unheimlich, unwillkommen, abweichend und verabscheuungswürdig ist. Es war der dämonische Schatten der Verwesung, des undenklichen Alters und des Niedergangs. Der faulige, triefende Götze einer kranken Offenbarung, die grässliche Entblößung all dessen, was die barmherzige Erde für immer hätte verbergen sollen. Gott weiß, es war nicht oder nicht mehr von dieser Welt. Dennoch erkannte ich zu meinem Entsetzen in den abgefressenen und die Knochen nicht mehr verhöhnenden Umrissen eine glotzende, abscheuliche Karikatur auf die menschliche Gestalt, die mich wegen der vermoderten, auseinanderfallenden Kleidung auf unbeschreibliche Weise noch mehr schaudern ließ. Ich war geradezu gelähmt, aber nicht genug, um nicht einen kläglichen Fluchtversuch zu unternehmen. Ich taumelte zurück, doch dies entriss mich nicht aus dem Bann des namenlosen, stummen Ungeheuers. Verhext von den glasigen Augen, die mich abscheulich anstarrten, vermochte ich meinen Blick nicht abzuwenden
obwohl meine Wahrnehmung nach dem ersten Schock glücklicherweise getrübt war und ich das schreckliche Wesen jetzt nur noch undeutlich erkannte. Ich versuchte, die Hand zu heben, um mich von diesem Anblick zu schützen. Doch waren meine Nerven so angeschlagen, dass mein Arm meinem Willen nicht mehr ganz Folge leisten konnte. Doch allein der Versuch genügte, um mich aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ich musste ein paar rasche Schritte vorwärts machen, um einen Sturz zu verhindern. Dabei wurde ich mir der großen Nähe des Kadavers unvermittelt und schmerzlich bewusst. Ich glaubte sogar, seine scheußlichen, hohlen Atemzüge hören zu können. Wahnsinnig vor Angst gelang es mir doch noch, eine Hand auszustrecken. Eine Hand auszustrecken, um die eklige Erscheinung abzuwehren, die mir so nahe gekommen war. Und in einer fatalen Sekunde kosmischen Schreckens und höllischen Zufalls berührte ich mit den Fingern die ausgestreckte, verrottete Klaue des Scheusals unter dem goldenen Bogen. Ich schrie nicht. Doch all die dämonischen Leichenfresser, die auf dem Nachtwind reiten, schrien in diesem Augenblick für mich. Als über meinem Verstand eine nie dagewesene und reißende Lawine seelenzerstörender Erinnerung hereinbrach. In diesem Augenblick wusste ich wieder alles, was geschehen war. Ich erinnerte mich an das, was ich vor dem fürchterlichen Schloss inmitten der Bäume zugetragen hatte. Jetzt erkannte ich das veränderte Bauwerk wieder, in dem ich mich befand. Doch am grauenvollsten von allem war das Erkennen der unheiligen Scheußlichkeit, die glotzend vor mir stand, während ich meine besudelten Finger von ihr fortriss. Doch im Kosmos existiert sowohl Balsam wie auch Bitternis. Und dieser Balsam ist Nepenthes. In dem alles übersteigenden Grauen jener Sekunde vergaß ich, was mich so entsetzt hatte. Und der Schwall schwarzer Erinnerungen löste sich auf in einem Tumult widerhallender Bilder. Wie im Traum floh ich aus diesem gespenstischen, verfluchten Gebäude und rannte rasch und lautlos durchs Mondlicht. Als ich auf dem Friedhof mit seinen marmornen Säulen zurückkehrte und die Stufen wieder hinabging, ließ ich die steinerne Falltür nicht mehr öffnen. Doch das tat mir gar nicht leid, denn ich hatte das uralte Schloss und die Bäume ohnehin gehasst. Jetzt reite ich gemeinsam mit den schadenfrohen und freundlichen Ghulen auf dem Nachtwind und spiele bei Tag in den Katakomben des Nefrenkar, im versiegelten und unbekannten Tal von Hadot am Nil. Ich weiß, dass ich nie das Licht sehen werde, bis auf das des Mondes über den Felsengräbern von Neb. Und für mich gibt es auch kein Vergnügen, außer den unbeschreiblichen Festen der Nitokris unter der großen Pyramide. Doch in meiner neuen und wilden Freiheit ist mir die Bitterkeit meines Andersseins beinahe willkommen. Denn obgleich Nepenthes mich besänftigt hat, so weiß ich doch, dass ich immer ein Außenseiter sein werde. Ein Fremder in diesem Jahrhundert und unter jenen, die noch Menschen sind. Dies weiß ich, seit ich meine Finger jener Scheußlichkeit in dem großen goldenen Rahmen entgegenstreckte und eine kalte und unnachgiebige Oberfläche aus poliertem Spiegelglas berührte.
Dagon. Eine Geschichte von Howard Phillips Lovecraft. Gelesen von Tandaniel, dem Geschichtenweber. Ich schreibe dies unter einer beträchtlichen geistigen Anspannung. Denn nach der heutigen Nacht werde ich nicht mehr sein. Ohne ein Penny und am Ende meiner Vorräte jener Droge, welche allein mein Leben erträglich macht, kann ich die Qual nicht länger erdulden. Ich werde mich selbst aus diesem Mansardenfenster auf die schmutzige Straße darunter stürzen. Halte mich aufgrund meiner Morphiumabhängigkeit nicht für einen Schwächling oder Degenerierten. Wenn du diese hastig gekritzelten Seiten gelesen hast, magst du zwar ahnen, niemals aber völlig verstehen, warum ich das Vergessen oder den Tod anstrebe. Es war auf einem der offensten und am wenigsten befahrenen Teile des weiten Pazifiks, dass der Dampfer, auf dem ich Frachtaufseher war, einem deutschen Kaperschiff zum Opfer fiel. Der große Krieg stand damals noch ganz am Anfang, und die Seestreitkräfte der Deutschen waren noch nicht so verkommen, wie sie es später sein würden. Daher nahmen sie unser Schiff als rechtmäßige Beute ein, während wir von ihrer Besatzung mit all der Fairness und Rücksicht behandelt wurden, die Gefangenen der Marine zustand. Die Disziplin unserer Häscher war tatsächlich so freizügig, dass es mir 5 Tage nach unserer Gefangennahme gelang, in einem kleinen Boot zu entkommen, mit Wasser und Vorräten für eine geraume Zeit. Als ich mich endlich frei und den Wellen ausgesetzt fand, da hatte ich nur eine vage Ahnung von meiner Umgebung. Da ich nie ein fähiger Navigator war, konnte ich nur grob anhand der Sonne und Sterne erahnen, dass ich mich irgendwo südlich des Äquators befand. Von Längengraden wusste ich nichts, und es waren weder Insel noch Küstenlinie in Sicht. Das Wetter blieb ruhig, und ich driftete unzählige Tage ziellos unter der brennenden Sonne dahin, wartend auf ein vorbeiziehendes Schiff oder darauf, an die Strände eines bewohnbaren Landes getrieben zu werden. Doch weder Schiff noch Land tauchten auf. Und ich begann an meiner Einsamkeit auf der wogenden, unermesslichen Weite des ungebrochenen Blaus zu verzweifeln. Die Veränderung geschah, als ich schlief. Seine Einzelheiten sollte ich niemals erfahren. Denn mein Schlummer, obgleich unruhig und traumgeplagt, wurde nicht unterbrochen. Als ich schließlich erwachte, musste ich feststellen, dass ich halb eingesogen ward in eine schleimige Ausdehnung höllisch schwarzen Sumpfes, der sich vor mir in eintönigen Wellen ausdehnte, so weit mein Blick reichte, und in welchem mein Boot in einiger Entfernung gestrandet lag. Auch wenn man sich gut vorstellen mag, dass mein erstes Gefühl von Verwunderung geprägt sein mochte, über eine so erstaunliche und unerwartete Transformation der Szenerie, so war ich in Wirklichkeit doch eher entsetzt als überrascht. Denn in der Luft und in dem faulenden Grund lag eine Bösartigkeit, die mich bis ins Mark erschaudern ließ. Die Gegend war übelriechend durch die Kadaver der verwesenden Fische und anderer, nicht zu beschreibender Dinge, die ich aus dem scheußlichen Schlamm der unendlichen Ebene herausragen sah. Vielleicht sollte ich nicht darauf hoffen, mit bloßen Worten vermitteln zu können, welche unaussprechliche Abscheulichkeit in solch einer absoluten Stille und unwirtlichen Unermesslichkeiten ruhen kann. Da war nichts in Hörweite und nichts in Sichtweite,
abgesehen von einer gewaltigen Ausdehnung schwarzen Schlamms. Doch die völlige Lautlosigkeit und die Eintönigkeit der Landschaft bedrückten mich mit einer ekelerregenden Furcht. Die Sonne brannte von einem Himmel herab, der mir in seiner wolkenlosen Grausamkeit beinahe schwarz erschien, als spiegelte er den tintenschwarzen Morast unter meinen Füßen wieder. Als ich in das gestrandete Boot kroch, erkannte ich, dass nur eine Theorie meine Lage erklären konnte. Durch ein unvorhersehbares, vulkanisches Aufbäumen musste ein Teil des Meeresbodens an die Oberfläche geworfen worden sein, wodurch Regionen freigelegt wurden, die seit unzähligen Jahrmillionen verborgen in den unermesslichen nassen Tiefen lagen. So groß war die Ausdehnung des neuen Landes, das unter mir auferstanden war, dass ich nicht das leiseste Geräusch des brandenden Meeres feststellen konnte, so sehr ich meine Ohren auch anstrengte. Noch gab es irgendwelche Seevögel, die von den toten Dingen zehrten. Für mehrere Stunden saß ich grübelnd und brütend im Boot, das auf der Seite lag und ein wenig Schatten spendete, während die Sonne über das Himmelszelt zog. Als der Tag fortschritt, verlor der Boden ein wenig von seiner Klebrigkeit. Und es schien wahrscheinlich, dass er kurzer Zeit ausreichend trocknete, um sich auf ihm fortzubewegen. Jene Nacht schlief ich ein wenig, und am nächsten Tag machte ich mir ein Bündel mit Nahrung und Wasser zurecht, in Vorbereitung auf einen Landausflug, um die verschwundene See und mögliche Rettung zu suchen. Am dritten Morgen fand ich den Erdboden trocken genug vor, um ohne Mühe darauf gehen zu können. Der Gestank der Fische trieb mich in den Wahnsinn. Doch war ich mit wichtigeren Dingen beschäftigt, als einem so geringfügigen Übel, und so machte ich mich tapfer auf, zu einem unbekannten Ziel. Den ganzen Tag arbeitete ich mich unermüdlich weiter gen Westen, ausgerichtet nach einem entfernten Hügel, der höher anstieg als irgendeine andere Erhebung in der ausgedehnten Wüstenei. Jene Nacht lagerte ich, und am folgenden Tag wanderte ich weiter auf den Hügel zu. Wenngleich das Objekt kaum näher zu sein schien, als zu jenem Zeitpunkt, da ich es zuerst erspäht hatte. Am vierten Abend erreichte ich den Fuß des Hügels, welcher sich als höher herausstellte, als aus der Ferne betrachtet. Ein dazwischenliegendes Tal grenzte ihn schärfer von der allgemeinen Umgebung ab. Zu erschöpft für einen Aufstieg fiel ich im Schatten des Hügels in Schlaf. Ich weiß nicht, warum meine Träume in jener Nacht so wild waren. Doch noch ehe der abnehmende, fantastische Dreiviertelmond weit über der östlichen Ebene aufstieg, erwachte ich, in kalten Schweiß gebadet, entschlossen, nicht weiter zu schlafen. Solcher Art waren die Visionen, die ich erlebt hatte, dass ich sie kein weiteres Mal ertragen könnte. Und im Schein des Mondes sah ich, wie unklug ich gewesen war, tagsüber zu reisen. Ohne den stechenden Blick der sengenden Sonne hätte mich meine Reise weit weniger Kraft gekostet. Tatsächlich fühlte ich mich nun durchaus dazu fähig, den Aufstieg anzugehen, der mich bei Sonnenuntergang noch so schreckte. Mein Bündel aufnehmend, begann ich also den Aufstieg zum Gipfel der Anhöhe. Ich habe gesagt, dass die ungebrochene Eintönigkeit der ausgedehnten Ebene ein Quell vagen Entsetzens für mich war. Doch glaube ich, mein Entsetzen war größer, als ich den Gipfel des Hügels erreichte und auf der anderen Seite in eine unermessliche Grube oder Schlucht hinabblickte, für deren schwarzen Einschnitt der Mond noch nicht hoch genug stand, um ihn zu erleuchten.
Ich hatte das Gefühl, am Rand der Welt zu stehen. Über die Kante in ein bodenloses Chaos ewiger Nacht spähend. Mein Entsetzen wurde durchzogen von merkwürdigen Erinnerungen an Paradise Lost und Satans schrecklichen Aufstieg durch die unförmige Reiche der Dunkelheit. Als der Mond höher in den Himmel gestiegen war, begann ich zu sehen, dass die Steilhänge des Tales nicht ganz so senkrecht abfielen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Felsvorsprünge und Aussparungen boten leidlich einfach Halt für einen Abstieg, während der Abhang nach ein paar hundert Fuß viel sanfter abfiel. Durch einen Impuls vorangetrieben, den ich nicht näher ergründen kann, kraxelte ich, unter einigen Mühen, den Fels hinab, stand auf einem flächeren Abhang darunter und starrte in die stygischen Abgründe, die kein Licht bisher je durchdrungen hatte. Mit einem Mal wurde meine Aufmerksamkeit durch einen einzelnen, gewaltigen Gegenstand auf dem gegenüberliegenden Abhang gefesselt, der sich etwa 100 Meter vor mir steil erhob. Ein Gegenstand, der weißlich schimmerte in der neuerlich gewährten Strahlen des aufsteigenden Mondes. Ich versicherte mich rasch davon, dass es nur ein gigantisches Stück Fels war. Doch war ich mir eines vagen Eindruckes bewusst, dass seine Kontur und Position nicht das reine Werk der Natur sein konnte. Eine genauere Überprüfung erfüllte mich mit Empfindungen, die ich nicht auszudrücken vermag. Denn trotz seiner enormen Größe und seiner Position in einem Abgrund, der am Boden des Meeres geklafft hatte, seit die Welt jung war, erkannte ich ohne jeden Zweifel, dass dieser sonderbare Gegenstand ein wohlgeformter Monolith war, dessen gewaltige Masse die Handwerkskunst und vielleicht auch die Verehrung lebender und denkender Kreaturen gekannt hatte. Benommen und verängstigt, wenngleich nicht ohne einen gewissen Reiz der wissenschaftlichen oder archäologischen Freuden zu verspüren, untersuchte ich meine Umgebung genauer. Der Mond, nun nahe dem Zenit, schien fremdartig und lebhaft über den sich auftürmenden Steilhängen, welche die Kluft umsäumten, und enthüllte die Tatsache, dass ein breites Gewässer am Boden entlang strömte, dessen Windungen in beide Richtungen außer Sicht gerieten und das beinahe an meinen Füßen leckte, während ich auf dem Abhang stand. Auf der anderen Seite der Kluft umspülten die kleinen Wellen den Sockel des zyklopischen Monolithen. Auf dessen Oberfläche konnte ich nun sowohl Inschriften als auch krude Skulpturen erkennen. Die Schrift bestand aus einem hieroglyphischen System, das mir unbekannt war und nichts ähnelte, was ich je in Büchern gesehen hatte. Bestand sie doch in weiten Teilen aus vereinfachten maritimen Symbolen, wie Fischen, Aalen, Kraken, Krustentiere, Mollusken, Walen und Ähnlichem. Einige Figuren stellten offensichtlich Meereswesen dar, welche der modernen Welt gänzlich unbekannt sind, deren verwesenden Gestalten ich jedoch auf der aus dem Meer auferstandenen Ebene gesehen hatte. Es waren jedoch die bildlichen Felsschnitzereien, die mich am meisten in ihren Bann zogen. Aufgrund ihrer enormen Größe, auch über das dazwischenliegende Gewässer hin deutlich sichtbar, gab es eine Reihe von Flachreliefs, deren Motive den Neid eines Doré erregt hätten. Ich glaube, dass diese Menschen darstellen sollten. Zumindest eine gewisse Sorte Menschen. Wenngleich die Kreaturen gezeigt wurden, wie sie sich Fischen gleich im Gewässer einer unterseeischen Grotte tummelten oder eine Art monolithischen Schrein anbeteten,
welcher ebenfalls unter den Wellen zu sein schien. Von ihren Gesichtern und Gestalten wage ich nicht im Detail zu sprechen. Die bloße Erinnerung bringt mich am Rand einer Ohnmacht. Grotesker noch als die Vorstellungskraft eines Poes oder Bulwer war ihre allgemeine Gestalt verdammt menschlich. Sah man von den Schwimmhäuten an den Händen und Füßen ab. Schockierend große, schwabbelige Lippen, glasigen, hervorquellenden Augen und weiteren Einzelheiten, an die sich zu erinnern noch weniger erbaulich ist. Nicht seltsam genug, so schien sie auch noch falsch proportioniert gegenüber ihrem landschaftlichen Hintergrund gemeißelt worden zu sein. Wurde doch einer der Kreaturen bei der Tötung eines Wals gezeigt, der nur um ein wenig größer als sie selbst dargestellt war. Ich bemerkte also, wie gesagt, ihre groteske Art und sonderbare Größe. Doch entschied ich mich, dass es sich um die erdachten Götter eines primitiven Stammes von Fischern oder Seefahrer handelte. Eines Stammes, dessen letzte Nachfahre Äonen vor der Geburt der ersten Ahnen des Piltdown-Menschen oder Neandertalers bereits verschwunden waren. Von Ehrfurcht ergriffen über diesen unerwarteten Blick in eine Vergangenheit jenseits jeder Vorstellungskraft des kühnsten Anthropologen, stand ich sinnend da, während der Mond eigenartige Reflexionen auf dem stillen Kanal vor mir erzeugte. Dann plötzlich sah ich es. Mit nur einem leichten Wogen, das einen Aufstieg zur Oberfläche zeichnete, glitt das Ding aus den dunklen Wassern in Sicht. Gewaltig, Polyphemos gleich und abscheulich, schoss es wie ein überwältigendes Monster aus einem Albtraum zum Monolithen, um den es seine gigantischen, geschuppten Arme schlang, während es sein grässliches Haupt beugte und einige rhythmische Laute ausstieß. Ich glaube, da, in dem Moment verlor ich den Verstand. Von meinem panischen Aufstieg über Abhang und Klippe und von meiner fieberhaften Reise zurück zum gestrandeten Boot weiß ich nur noch wenig. Ich glaube, ich sang sehr viel und lachte eigenartig, wenn ich nicht mehr singen konnte. Ich habe unbestimmte Erinnerungen an einen großen Sturm, einige Zeit nachdem ich das Boot erreichte. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich Donnerschläge hörte und andere Geräusche, welche die Natur nur in ihren wildesten Stimmungen von sich gibt. Als ich aus den Schatten erwachte, befand ich mich in einem Krankenhaus in San Francisco, wohin mich der Kapitän des amerikanischen Schiffes gebracht hatte, welches mich in meinem Boot mitten im Ozean aufgelesen hatte. In meinem Delirium hatte ich viel gesprochen, doch erfuhr ich, dass meinen Worten kaum Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Weder wussten meine Retter von einem emporgehobenen Land im Pazifik, noch schien es mir nötig, auf etwas zu beharren, von dem ich wusste, dass sie es nicht glauben würden. Einmal suchte ich einen gefeierten Ethnologen auf und amüsierte ihn mit sonderbaren Fragen zu den antiken Legenden der Philister über Dagon, den Fischgott. Doch bald erkannte ich, wie hoffnungslos konventionell er war und bedrängte ihn nicht weiter mit meinen Nachforschungen. Des Nachts, besonders beim abnehmenden Dreiviertelmond, sehe ich das Ding. Ich habe es mit Morphium versucht. Doch die Droge verschaffte mir nur flüchtige Ruhepausen und zog mich als hilflosen Sklaven in ihre Umarmung. Und so beende ich das alles nun, nachdem ich einen vollständigen Bericht schrieb. Ob zur Mahnung oder zum verächtlichen Vergnügen meiner Mitmenschen. Oftmals frage ich mich,
Baldas nicht nur ein pures Hirngespinst war. Ein reiner Fiebertraum. Als ich nach meiner Flucht von dem deutschen Kriegsschiff im offenen Boot mit einem Sonnenstich im Delirium lag. Das frage ich mich. Doch jedes Mal erscheint mir zur Antwort eine schrecklich lebhafte Vision. Ich kann nicht an die tiefe See denken, ohne wegen der namenlosen Dinge zu erschaudern, die in eben diesem Moment auf ihrem schleimigen Grund kriechen und zappeln, ihre antiken Steingötzen anbeten und ihre eigenen abscheulichen Abbilder in unterseeischen Obelisken aus wasserumspülten Granit meißeln. Ich träume von einem Tag, wenn sie aus den Wogen aufsteigen werden, um in ihren stinkenden Krallen die Überreste einer kümmerlichen, vom Krieg erschöpften Menschheit hinabzureißen. Von dem Tag, da alles Land versinken und der dunkle Meeresboden auferstehen wird, wie ein allumfassendes Pandemonium. Das Ende ist nah. Ich höre Geräusche an der Tür, wie von einem gewaltigen, glitschigen Leib, der dagegen drückt. Er soll mich nicht finden. Oh Gott, Gott, diese Hand! Ist das Fenster! Das Fenster! Das Tier in der Höhle. Eine Geschichte von Howard Phillips Lovecraft. Wie immer gelesen und ein wenig editiert und kommentiert von Tandaniel, dem Geschichtenweber. Die schrecklichen Schlussfolgerungen, die sich meinem verwirrten und widerstrebenden Geist nach und nach aufdrängten, waren jetzt zu einer grauenvollen Gewissheit geworden. Ich hatte mich verirrt. Hoffnungslos verirrt in der weitläufigen und labyrinthischen Abgeschiedenheit der Mammuthöhle. Wohin ich auch schaute, in keiner Richtung konnte mein angestrengter Blick etwas entdecken, das mir als Wegweiser nach draußen dienen konnte. Dass ich niemals mehr das gesegnete Tageslicht oder die schönen Hügel und Täler der Welt dort draußen erblicken sollte, daran konnte mein Verstand nicht länger zweifeln. Die Hoffnung war dahin. Doch geprägt von meinen lebenslangen philosophischen Studien, gewann ich aus meiner gleichgültigen Haltung eine nicht geringe Befriedigung. Denn ich hatte häufig von den wilden Tobsuchtsanfällen gelesen, die Opfer in der gleichen Lage überkamen. Mir selbst widerfuhr nichts derartiges, sondern ich blieb ruhig stehen, als mir bewusst wurde, dass ich mich verirrt hatte. Auch die Überlegung, dass ich mich wohl jenseits des Gebietes einer üblichen Suchaktion befand, brachte mich keinen Augenblick aus der Fassung. Wenn ich sterben musste, so überlegte ich, war diese schreckliche, doch majestätische Höhle so willkommen als Grabstätte wie jeder Friedhof. Eine Vorstellung, die eher zur Beruhigung beitrug, denn zur Verzweiflung. Letztendlich würde ich verhungern. Das war mir klar. Manche waren unter Bedingungen wie diesen wahnsinnig geworden. Doch ich spürte, dass dies nicht mein Schicksal wäre. Meine missliche Lage war ganz allein meine Schuld. Denn vom Führer unbemerkt hatte ich mich von der Besichtigungsgruppe entfernt. Und nachdem ich eine Stunde lang auf den verbotenen Wegen der Höhle gelaufen war,
war ich nicht mehr in der Lage gewesen, die verzwickten Biegungen zurückzuverfolgen, denen ich nach Verlassen meiner Gefährtin gefolgt war. Meine Taschenlampe begann zu erlöschen. Schon bald würde ich von der totalen, fast greifbaren Dunkelheit der Eingeweide der Erde umschlossen sein. Als ich da im abnehmenden, flackernden Licht stand, stellte ich mir die müßige Frage, wie mein absehbares Ende genau aussehen würde. Ich erinnerte mich an Berichte über eine Kolonie von Schwindsüchtigen, die sich in dieser riesigen Höhle niedergelassen hatte, um in der sauberen Umgebung dieser unterirdischen Welt mit ihrer konstanten Temperatur, der reinen Luft und der friedlichen Stille Heilung zu finden. Stattdessen aber, auf grausame und merkwürdige Weise, tot aufgefunden worden war. Ich hatte die traurigen Überreste ihrer baufälligen Hütten gesehen, als ich mit der Gruppe dort vorbeikam, und hatte mich gefragt, welche Auswirkungen ein längerer Aufenthalt in dieser riesigen, stillen Höhle auf jemanden so kräftig und gesund wie ich haben könnte. Nun, so sagte ich mir grimmig, war die Gelegenheit da, diesen Punkt zu klären. Vorausgesetzt natürlich, dass der Nahrungsmangel mich nicht zu schnell hinwegraffen würde. Als der letzte flackernde Strahl meiner Taschenlampe verblasst war, beschloss ich, nichts unversucht und keine Möglichkeit des Entkommens außer Acht zu lassen. Ich atmete so tief ich konnte ein und stieß in der vergeblichen Hoffnung, den Führer auf mich aufmerksam zu machen, eine Folge von lauten Rufen aus. Als ich rief, war ich fest davon überzeugt, dass meine Rufe unnütz waren und meine Stimme durch die zahllosen Wände des schwarzen Irrgartens um mich herum verstärkt und gebrochen keine Ohren außer meinen eigenen erreichen würden. Ganz plötzlich wurde meine Aufmerksamkeit überraschenderweise von leisen, näher kommenden Schritten in Anspruch genommen, die ich auf dem Felsboden der Höhle zu vernehmen glaubte. Sollte meine Rettung so schnell erfolgen? Waren all meine schrecklichen Vorstellungen hinfällig? Hatte der Führer meine unbotmäßige Abwesenheit von der Gruppe bemerkt? War meinem Weg gefolgt und suchte mich jetzt in diesem Kalksteinlabyrinth? Während diese freudigen Fragen meinen Geist beschäftigten, wollte ich schon erneut rufen, als beim Hinhören meine Freude unvermittelt in Grauen umschlug. Meine immer schon sehr scharfen Ohren, jetzt noch durch die absolute Stille der Höhle besonders geschärft, vermittelten mir in betäubender Klarheit die unerwartete und schreckliche Erkenntnis, dass diese Schritte nicht die irgendeines sterblichen Menschen waren. In der unirdischen Stille dieser unterirdischen Region hätten die Schritte des stiefeltragenden Führers wie eine Serie harter und fester Schläge geklungen. Diese Schritte aber waren weich und gleichmäßig, wie der Gang von Katzen. Außerdem, als ich genau hinhörte, schien es wie das Aufsetzen von vier anstatt von zwei Füßen zu klingen. Ich war nun davon überzeugt, dass mein Rufen irgendein wildes Tier aufgeschreckt hatte. Möglicherweise einen Puma, der zufällig in der Höhle herumgestreift war. Vielleicht, dachte ich, hatte der Allmächtige für mich einen schnelleren und gnädigeren Tod gewählt, als zu verhungern. Dennoch regte sich in meiner Brust der Selbsterhaltungstrieb, der niemals ganz schläft. Und wenn eine Flucht vor der sich nähernden Gefahr mir nur ein härteres und langwierigeres Ende bereiten würde, beschloss ich trotzdem, mein Leben so teuer wie möglich zu verkaufen. Es mag seltsam klingen, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass der Besucher in einer anderen als böser Absicht zu mir kam. Deshalb
verhielt ich mich sehr still und hoffte, dass die unbekannte Bestie in Ermangelung von sie leitenden Geräuschen, so wie ich, die Orientierung verlor und an mir vorbeiliefe. Doch diese Hoffnung wurde enttäuscht, denn die seltsamen Schritte kamen unbeirrt auf mich zu. Das Tier hatte offensichtlich meinen Geruch aufgenommen, den man in einer so reinen Luft wie hier in der Höhle ohne Zweifel auf große Entfernung folgen konnte. Aus der Notwendigkeit, dass ich mich zur Verteidigung gegen einen unheimlichen und überraschenden Angriff aus der Dunkelheit bewaffnen musste, griff ich mir die beiden größten der Steinbrocken, die überall auf dem Boden der Höhle herumlagen, und hielt in jeder Hand einen zum sofortigen Einsatz bereit und wartete resigniert ab, was geschah. Inzwischen war das grässliche Tapsen der Pfoten näher gekommen. Ohne Zweifel war das Verhalten der Kreatur außergewöhnlich merkwürdig. Die meiste Zeit schien sie auf vier Füßen zu laufen, ohne die Bewegung der Hinter- und Vorderbeine richtig in Einklang bringen zu können. Doch in kurzen, unregelmäßigen Abständen hatte ich den Eindruck, dass nur zwei Beine in die Fortbewegung involviert waren. Ich grübelte, mit welcher Art von Tier ich es wohl zu tun hatte. Es musste, so überlegte ich mir, eine unglückliche Kreatur sein, die ihre Neugierde, einen der Eingänge der schrecklichen Höhle zu erforschen, mit lebenslanger Gefangenschaft in ihren unermesslichen Weiten bezahlt hatte. Zweifellos ernährte sie sich von den augenlosen Fischen, Fledermäusen und Ratten in der Höhle, sowie von einigen gewöhnlichen Fischen, die mit jeder Überschwemmung des Green River hineingelangten, der auf irgendwie seltsame Art mit den Wasserläufen der Höhle verbunden war. Ich verbrachte meine grausige Nachtwache mit absonderlichen Vermutungen, welche Veränderungen das Höhlenleben in der körperlichen Erscheinung des Tieres verursacht hatte, und erinnerte mich an die Berichte der Ortsansässigen über die schrecklichen Veränderungen im Aussehen der Schwindsüchtigen, bevor sie nach ihrem langen Aufenthalt in der Höhle gestorben sind. Dann kam mir plötzlich die Erkenntnis, dass selbst wenn ich meinen Gegner niederstreckte, ich niemals sein Aussehen erfahren würde, da meine Taschenlampe ja schon lange verloschen war und ich auch keine Streichhölzer besaß. Meine Anspannung wurde nun unerträglich. Meine aus den Fugen geratene Fantasie ließ mich in der mich umgebenden Dunkelheit grässliche und fürchterliche Gestalten entstehen, die sich tatsächlich auf mich zu werfen schienen. Die schrecklichen Schritte kamen immer näher. Ich glaubte, dass ich einen gellenden Schrei ausstoßen müsse. Doch selbst wenn ich den Versuch unternommen hätte, hätte meine Stimme wahrscheinlich versagt. Ich war versteinert und auf die Stelle gebannt. Ich zweifelte, dass mein rechter Arm in der Lage wäre, wenn es soweit war, den Stein auf das sich nähernde Ding zu werfen. Nun war das beständige Tap, 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 Tap der Schritte nah. Jetzt sehr nah. Ich konnte das schwere Atmen des Tieres vernehmen. Und vor Angst gelähmt bemerkte ich, dass es weit hergekommen sein musste und deswegen ziemlich erschöpft war. Unvermittelt war der Bann gebrochen. Meine rechte Hand, geführt von meinem verlässlichen Gehör, schleuderte mit aller Kraft das Wurfgeschoss in Richtung eines Punktes in der Dunkelheit, von dem das Tapsen und das Atmen kam. Und der Stein, so unwahrscheinlich es klingen mag, erreichte fast sein Ziel. Denn ich hörte, wie das Ding zur Seite sprang und dann innehielt. Nachdem ich mich nach dem neuen Ziel ausgerichtet hatte, schickte ich mein zweites Wurfgeschoss auf den Weg. Diesmal höchst erfolgreich. Denn mit überschäumender Freude hörte ich, wie die Kreatur scheinbar völlig zusammenbrach und bewegungslos liegen blieb.
Die große Erleichterung überwältigte mich fast und ich lehnte mich an die Wand hinter mir. Ich vernahm weiterhin das tiefe, keuchende Atmen und mir wurde klar, dass ich die Kreatur nur verletzt hatte. Jetzt verschwand mein Verlangen, das Wesen zu untersuchen. Zu guter Letzt war ich doch von grundloser, abergläubischer Furcht gepackt worden. Und ich näherte mich nicht dem Körper und warf auch keine weiteren Steine, um dem Wesen endgültig den Rest zu geben. Stattdessen rannte ich, so schnell ich konnte, in die Richtung, so gut ich es in meinem aufgewühlten Zustand bestimmen konnte, aus der ich gekommen war. Plötzlich hörte ich ein Geräusch oder eher eine regelmäßige Abfolge von Geräuschen. Einen Moment später hatte sie sich in ein scharfes, metallisches Klicken verwandelt. Diesmal gab es keinen Zweifel. Es war der Fremdenführer. Und als ich in den Gewölbegängen das schwache Schimmern eines reflektierten Lichtstrahles einer sich nähernden Taschenlampe erblickte, rief, brüllte, ja schrie ich sogar aus purer Freude. Ich stürmte dem Schimmern entgegen. Und bevor ich noch genau wusste, wie mir geschah, lag ich vor dem Führer auf dem Boden, umarmte seine Stiefel und plapperte entgegen meiner sonstigen Zurückhaltung meine Geschichte völlig wirr und idiotisch heraus und überschüttete meinen Zuhörer gleichzeitig mit Dankesbezeugungen. Schließlich gewann ich meinen normalen Geisteszustand zurück. Dem Führer war meine Abwesenheit beim Eintreffen am Eingang der Höhle aufgefallen. Und er hatte sich, vertrauend auf seinen intuitiven Orientierungssinn, zu einer sorgfältigen Durchsuchung der Nebengänge von der Stelle aus, wo er zum letzten Mal mit mir gesprochen hatte, aufgemacht. Und mich schließlich nach einer Suche von 4 Stunden gefunden. Nachdem er mir dies zugesagt hatte, berichtete ich, ermutigt von seiner Gesellschaft und der Taschenlampe, von dem seltsamen Wesen, das ich ein Stück weiter hinten in der Dunkelheit verwundet hatte, und schlug vor, dass wir uns mit Hilfe der Taschenlampe ansahen, was für eine Art von Kreatur mein Opfer war. Mit einer aus der Gefährtenschaft geborenen Kühnheit folgte ich meinem Weg zurück, an den Ort meiner schrecklichen Erfahrung. Schon bald entdeckten wir ein weißes Objekt auf dem Boden. Weißer noch als selbst der glänzende Kalkstein. Wir näherten uns vorsichtig und gaben dann gleichzeitig einen Laut des Erstaunens von uns. Denn von allen unnatürlichen Missgeburten, die jeder von uns in seinem Leben schon erblickt hatte, war dies bei weitem die absonderlichste. Es schien ein besonders großer Menschenaffe zu sein, der möglicherweise aus einer herumziehenden Tierschau entkommen war. Sein Haar war weiß, schneeweiß, was ohne Zweifel auf die ausbleichende Wirkung seines langen Aufenthaltes in der stockdunklen Höhle zurückzuführen war. Außerdem war das Haar überraschend dünn. Eigentlich bis auf die Kopfbehaarung nicht vorhanden, wo es aber so lang und dicht war, dass es bis auf die Schultern fiel. Das Gesicht war uns abgewandt und fast vollständig nach unten gekehrt. Die Stellung der Gliedmaßen zueinander war sehr eigenartig, erklärte aber die Unregelmäßigkeit bei ihrer Benutzung, die ich zuvor wahrgenommen hatte, als das Tier sich manchmal auf 2 und manchmal auf 4 Beinen fortbewegt hatte. Aus seinen Fingern oder Zehen ragten lange, rattengleiche Krallen hervor. Die Hände oder Füße waren nicht zum Greifen geeignet. Ein Umstand, den ich dem langen Aufenthalt in der Höhle zuschrieb, der, wie ich schon erwähnt hatte, durch das allumfassende und fast unirdische Weiß, das für das ganze Wesen charakteristisch war, bewiesen wurde. Ein Schwanz war nicht zu sehen. Die Atmung war jetzt sehr flach.
Der Führer hatte seine Pistole gezogen und wollte der Kreatur offensichtlich den Gnadenschuss geben. Als das Wesen plötzlich einen Laut ausstieß, der ihn die Pistole fallen lassen ließ. Der Laut ist schwer zu beschreiben. Er klang nicht nach irgendeiner bekannten Affenart. Und ich frug mich, ob der unnatürliche Klang nicht eine Folge des langen Aufenthalts in absoluter Stille war. Verstärkt durch das unvermittelte Auftreten von Licht. Etwas, was das Tier seit seinem Betreten der Höhle nicht mehr erfahren haben konnte. Das Geräusch, das ich, durch Ermangelung passenderer Worte, einmal als tiefes Raunen beschreiben will, ging leise weiter. Ganz überraschend schien ein Anflug von Energie durch den Körper des Tieres zu fahren. Die Pranken zuckten und die Gliedmaßen bewegten sich. Mit einem Ruck drehte sich der weiße Körper und das Gesicht sah uns an. Einen Moment lang war ich von dem Anblick seiner Augen so erschrocken, dass ich nichts anderes mehr wahrnahm. Die Augen waren schwarz, kohlrabenschwarz, im Kontrast zu dem schneeweißen Haar und dem Körper. Wie bei anderen Höhlenbewohnern lagen sie tief eingesunken und hatten kaum eine Iris. Als ich genauer hinsah, stellte ich fest, dass sie zu einem Gesicht gehörten, das ein weniger fliehendes Kinn als bei einem durchschnittlichen Affen aufwies und eindeutig weniger behaart war. Die Nase war ziemlich ausgeprägt. Während wir auf den unheimlichen Anblick starrten, der sich uns bot, öffneten sich die breiten Lippen und heraus kamen verschiedene Laute, worauf das Wesen starb. Der Führer klammerte sich an meinen Jackenärmel und zitterte so heftig, dass der Lichtstrahl zuckende, unheimliche Schatten auf die Wände warf. Ich bewegte mich nicht, sondern verharrte reglos und meine erschrockenen Augen waren auf den Boden vor mir geheftet. Die Furcht verging und Staunen, Scheu, Mitgefühl und Ehrfurcht traten an seine Stelle. Denn die Laute, die von der dahingerafften Gestalt, die ausgestreckt auf dem Kalksteinboden lag, ausgestoßen worden waren, hatten uns die grausame Wahrheit enthüllt. Die Kreatur, die ich getötet hatte. Das seltsame Tier aus der unermesslichen Höhle war oder war einmal ein Mensch gewesen. Musik des Erich Zann. Eine Geschichte von Howard Phillips Lovecraft. Ich habe die Stadtpläne mit größter Sorgfalt untersucht. Doch die Rue de Say nie wiedergefunden. Und es waren nicht nur moderne Pläne, die ich zu Rate zog. Denn mir ist bewusst, dass Straßennamen sich oft ändern. Ganz im Gegenteil. Ich bin tief in die Geschichte der Stadt eingetaucht und habe persönlich
jede Gegend, gleich welchen Namens er forscht, in der möglicherweise die Straße zu finden ist, die ich als Rüdesay kenne. Doch ungeachtet all meiner Bemühungen bleibt die demütige Tatsache bestehen, dass ich weder das Haus noch die Straße oder auch nur die Umgebung zu finden vermag, wo ich in den letzten Monaten meines Hungerlebens als Student der metaphysischen Wissenschaften die Musik des Erich Zann hörte. Dass meine Erinnerung gelitten hat, verwundert mich nicht, denn im Laufe meines Aufenthalts in der Rue de Say wurde meine Gesundheit, körperlich wie geistig, schwer erschüttert. Und ich entsinne mich nicht, jemals einen meiner wenigen Bekannten dorthin mitgenommen zu haben. Doch, dass ich diesen Ort nicht wiederzufinden vermag, ist so eigenartig wie verwirrend. Denn er lag nur eine halbe Stunde Fußweg von der Universität entfernt und unterschied sich durch einige Eigentümlichkeiten so sehr von anderen Orten, dass kaum jemand, der dort gewesen ist, ihn vergessen könnte. Allerdings bin ich nie einem Menschen begegnet, der die Rue de Say gekannt hätte. Die Rue de Say lag auf der anderen Seite eines finsteren, von baufälligen Lagerhäusern gesäumten Flusses, den eine massige Brücke aus dunklem Stein überspannte. Es war stets dämmerig an diesem Fluss, als wehre der Rauch der umliegenden Fabriken die Sonne fortwährend ab. Überdies stiegen vom Fluss üble Gerüche auf, die ich nirgends sonst gerochen habe und die mir eines Tages vielleicht dabei helfen, ihn zu finden, da ich sie sofort wiedererkennen würde. Jenseits der Brücke lagen enge, gepflasterte Straßen mit Eisengeländern. Dann kam ein erst mählicher und dann unglaublich steiler Anstieg, ehe man die Rue de Say erreichte. Ich habe noch keine so enge und steile Straße wie diese gesehen. Sie glich fast einer Klippe, war für alle Fahrzeuge gesperrt, bestand an mehreren Stellen aus Treppenfluchten und am oberen Ende schloss eine hohe, efeubewachsene Mauer sie ab. Das Pflaster war unregelmäßig, bestand mal aus Steinplatten, mal aus Kopfstein und manchmal nur aus nackter Erde, auf der eine zähe, grünlich-graue Vegetation wuchs. Die Häuser waren hoch, von Spitzdächern gekrönt und unglaublich alt. Sie neigten sich auf verrückte Weise nach hinten, nach vorn und zur Seite. Zuweilen schienen zwei gegenüberliegende Häuser, die beide nach vorn geneigt waren, sich wie ein Bogen über der Straße zu vereinen. Auf jeden Fall tauchten sie dadurch die Straße in Dunkelheit. An einigen Stellen verbanden hohe, über die Straße gespannte Brücken die Häuser miteinander. Die Einwohner dieser Straße hinterließen bei mir einen eigenartigen Eindruck. Zuerst schrieb ich das der Tatsache zu, dass sie alle sehr still und zurückhaltend waren. Doch später kam ich zu dem Schluss, dass es an ihrem hohen Alter liegen müsse. Ich weiß nicht, wie ich dazu kam, in einer solchen Straße zu wohnen, aber ich war nicht ich selbst gewesen, als ich dorthin zog. Ich hatte in vielen armen Gegenden gelebt und war stets wegen Geldmangels an die Luft gesetzt worden, bis ich schließlich auf jenes wackelige Haus in der Rue de Say stieß, das von dem volltrunkenen Blondeau unterhalten wurde. Es war vom oberen Ende aus gesehen das dritte Haus der Straße und mit Abstand das größte von allen. Mein Zimmer befand sich in der 5. Etage und war in diesem Stockwerk der einzig bewohnte Raum, denn das Haus stand so gut wie leer. In der Nacht, in der ich einzog, hörte ich eine sonderbare Musik aus der Mansarde über mir. Und am nächsten Tag erkundigte ich mich deswegen bei dem alten Blondeau. Er erzählte mir, die Musik stamme von einem alten deutschen Violinspieler, einem merkwürdigen stummen Mann, der mit dem Namen Erich Zann unterschrieb und des Abends in einem billigen Theaterorchester geigte. Er fügte hinzu, dass Zanns Wunsch,
Nacht nach seiner Rückkehr aus dem Theater zu spielen, der Grund dafür sei, dass er dieses hochgelegene und abgeschiedene Mansardenzimmer für sich gewählt habe, dessen Giebelfenster die einzige Stelle in der Straße sei, von der aus man über die Mauer hinweg auf den Abhang und das Panorama dahinter blicken könne. So hörte ich dann Zan jede Nacht. Und obwohl er mich damit wach hielt, war ich von der Unheimlichkeit seiner Musik fasziniert. Ich wusste von dieser Kunst nur wenig und war mir dennoch sicher, dass keine seiner Harmonien mit irgendeiner Art Musik verwandt war, die ich zuvor gehört hatte. Ich gelangte zu dem Schluss, er sei ein Komponist von höchst eigenem Genie. Je länger ich ihm lauschte, desto größer wurde meine Faszination, bis ich mich nach einer Woche entschloss, die Bekanntschaft des alten Mannes zu machen. Eines Nachts, als er gerade von seiner Arbeit heimkehrte, hielt ich Zan im Korridor auf und sagte ihm, ich würde ihn gern kennenlernen und ihm Gesellschaft leisten, wenn er spielte. Er war ein kleiner, magerer, vornübergebeugter Mann in schäbiger Kleidung. Er hatte blaue Augen, ein groteskes Satyrgesicht und einen fast kahlen Kopf. Zunächst schienen ihn meine Worte sowohl zu erzürnen als auch zu ängstigen. Aber meine offensichtliche Freundlichkeit brachte das Eis schließlich zum Schmelzen. Und er bedeutete mir verdrießlich, ihm die dunkle, knarrende und wackelige Dachtreppe hinauf zu folgen. Sein Zimmer, eins von nur zweien in der hochgiebligen Dachstube, befand sich an der Westseite und lag somit der hohen Mauer gegenüber, die das obere Ende der Straße bildete. Der Raum war sehr groß und erschien umso größer durch seine außergewöhnliche Kahlheit und Verwahrlosung. An Mobiliar gab es nur ein schmales eisernes Bett, einen schäbigen Waschständer, einen kleinen Tisch, ein großes Bücherregal, einen eisernen Notenständer und drei altmodische Stühle. Notenblätter stapelten sich ungeordnet auf dem Boden. Die Wände bestanden aus nackten Brettern, die wahrscheinlich nie einen Verputz gesehen hatten, während das Übermaß an Staub und Spinnweben den Raum eher verlassen als bewohnt erscheinen ließ. Offensichtlich lag Erich Zans Welt der Schönheit in einem entlegenen Kosmos der Fantasie. Der stumme Mann wies mir einen Platz an, schloss die Tür, legte den großen, hölzernen Riegel vor und entzündete eine Kerze. Nun entnahm er seine Violine der mottenzerfressenen Schutzhülle und ließ sich damit auf dem unbequemsten der drei Stühle nieder. Er machte keine Verwendung von dem Notenständer, fragte mich auch nicht nach meinen Wünschen, sondern spielte aus dem Gedächtnis, wobei er mich über eine Stunde lang mit Weisen bezauberte, die ich nie zuvor vernommen hatte. Melodien, die er selbst ersonnen haben musste. Ihr genaues Wesen zu beschreiben, ist unmöglich für jemanden, der in der Musik unbewandert ist. Sie bildeten eine Art Fuge mit wiederkehrenden Themen der ergreifendsten Art. Doch fiel mir auf, dass jene unheimlichen Klänge fehlten, die ich bei anderen Gelegenheiten in meinem Zimmer gehört hatte. Diese quälenden Melodien waren mir im Gedächtnis geblieben. Und ich hatte sie oftmals ungenau vor mich hingesummt und gepfiffen. Und als der Musiker schließlich seinen Bogen niederlegte, fragte ich ihn, ob er mir nicht etwas davon vorspielen möge. Als ich meine Bitte vorbrachte, verlor das satyrähnliche Gesicht die gelangweilte Gelassenheit, die es während des Spiels gezeigt hatte, und schien wieder derselben merkwürdigen Mischung von Zorn und Angst Platz zu machen, die mir aufgefallen war, als ich den alten Mann eingangs angesprochen hatte. Einen Augenblick lang dachte ich daran, meine Überredungskünste zu gebrauchen, da ich die Launen des Alters auf die leichte Schulter nahm. Ich versuchte sogar, die unheimliche Stimmung meines Gastgebers dadurch wiederzuerwecken,
indem ich ein paar der Melodien pfiff, denen ich in der Nacht zuvor gelauscht hatte. Doch das ließ ich schon bald bleiben, denn als der stumme Musikant die Weisen erkannte, verzerrte sich sein Gesicht plötzlich auf unbeschreibliche Weise und seine lange, kalte, knochige Rechte streckte sich mir entgegen, um mir Einhalt zu gebieten und die krude Nachahmung verstummen zu lassen. Gleichzeitig stellte er seine Verschrobenheit unter Beweis, indem er verwirrt auf das verhangene Fenster blickte, als fürchtete er einen Eindringling. Ein doppelt absurdes Vorgehen, ragte die Dachstube doch hoch und unzugänglich über alle anliegenden Dächer hinaus und war, wie der Concierge mir erzählte, die einzige Stelle in der Straße, von der aus man über die Mauer an ihrem Ende spähen konnte. Der Blick des Alten rief mir Blondeaus Bemerkung in Erinnerung und mit einer gewissen Launenhaftigkeit verspürte ich den Wunsch, selbst einmal das weite und schwindelerregende Panorama mondbeschienener Dächer und städtischer Lichter jenseits der Hügelspitze zu sehen, das von allen Bewohnern der Rue de Say einzig dieser halsstarrige Musiker betrachten konnte. Ich trat auf das Fenster zu und wollte den unbeschreiblichen Vorhang gerade wegziehen, als Zan mich mit noch größerer Verärgerung als zuvor handgreiflich davon abhielt. Er deutete mit dem Kopf zur Türe, während er hektisch versuchte, mich mit beiden Händen dorthin zu zerren. Nun hatte ich endgültig genug von meinem Gastgeber, befahl ihm, mich loszulassen und sagte, ich würde unverzüglich gehen. Seine Umklammerung lockerte sich, und als er meine Abscheu und Kränkung sah, schien sein Zorn nachzulassen. Er verstärkte seinen Griff wieder, doch dieses Mal auf freundliche Weise, um mich auf einen Stuhl zu drängen. Dann schritt er mit einem wehmütigen Ausdruck zu dem unaufgeräumten Tisch, wo er mit einem Bleistift viele Worte in dem umständlichen Französisch, wie es Ausländer verwenden, auf ein Blatt Papier schrieb. Die Mitteilung, die er mir schließlich überreichte, war eine Bitte um Nachsicht und Vergebung. Zan schrieb, er sei alt, einsam und leide unter seltsamen Ängsten und nervlichen Anspannungen, die mit seiner Musik und anderen Dingen in Zusammenhang stünden. Er habe es genossen, mir vorzuspielen und wünsche, ich würde wiederkommen und mich an seiner Verschrobenheit nicht stören. Doch vor einem anderen könne er seine unheimlichen Harmonien nicht spielen und könne es auch nicht ertragen, sie von einem anderen zu hören. Ebenso würde er es nicht dulden, dass irgendjemand in seinem Zimmer etwas anfasse. Er habe bis zu unserem Gespräch im Korridor nicht gewusst, dass ich in meinem Zimmer seiner Musik lauschen könne und bat mich nun darum, mit Blondeau Vorkehrung zu treffen, ein weiter untergelegenes Zimmer zu nehmen, wo ich ihn des Nachts nicht würde hören können. Er würde, so schrieb er, für die Differenz in der Miete aufkommen. Während ich da saß und das scheußliche Französisch entzifferte, verspürte ich mehr Nachsicht gegenüber dem alten Mann. Er war Opfer eines körperlichen und nervlichen Leidens, so wie auch ich. Und meine metaphysischen Studien hatten mich in Güte gelehrt. In der Stille kam ein leises Geräusch vom Fenster. Der Laden musste im Nachtwind geklappert haben, und aus irgendeinem Grunde erschrak ich fast ebenso heftig darüber wie Erich Zan. Als ich zu Ende gelesen hatte, schüttelte ich die Hand meines Gastgebers und verabschiedete mich als Freund. Am nächsten Tag gab Blondeau mir ein kostspieligeres Zimmer in der dritten Etage, zwischen der Unterkunft eines alten Geldverleihers und dem Raum eines ehrbaren Polsterers. In der vierten Etage wohnte niemand. Es dauerte nicht lange, bis ich bemerkte, dass Zan an meiner Gesellschaft nicht so viel lag, wie es den Anschein gehabt hatte, als er mich überredete, aus der fünften Etage auszuziehen. Er bat mich nicht um meinen Besuch, und wenn ich bei ihm war, erweckte er einen angespannten Eindruck und spielte teilnahmslos.
Die Treffen fanden immer nachts statt. Tagsüber schlief er und empfing niemanden. Meine Zuneigung zu ihm wuchs dadurch nicht gerade, obwohl das Dachzimmer und die sonderbare Musik eine eigentümliche Faszination auf mich auszuüben schienen. Ich verspürte ein merkwürdiges Verlangen, aus jenem Fenster zu blicken, über die Mauern und den unsichtbaren Abhang hinweg, auf die schimmernden Dächer und Türme, die sich dort ausbreiten mussten. Einmal stieg ich zur Treppe zur Dachstube hoch, als dann im Theater weilte. Doch die Tür war verschlossen. Mir gelang es allerdings, das nächtliche Spiel des stummen Alten zu belauschen. Zu Anfang stieg ich auf Zehenspitzen hinauf zu meinem alten Zimmer im 5. Stock. Dann wurde ich kühner und erklomm die knarrende Treppe zur Dachstube. Dort im engen Korridor, vor der verriegelten Tür mit dem abgedeckten Schlüsselloch, hörte ich oft Laute, die mich mit einem unerklärlichen Grauen erfüllten. Dem Grauen unbestimmter Wunder und brütender Geheimnisse. Nicht, dass die Töne scheußlich gewesen wären, denn das waren sie nicht. Doch ihre Schwingungen deuteten etwas an, das nicht von dieser Welt stammte. Hin und wieder erreichten sie eine symphonische Qualität, für die schwerlich ein einzelner Musiker verantwortlich sein konnte. Gewiss war nur, dass es sich bei Erich Zann um ein Genie voll ungezähmter Kraft handelte. Im Laufe der Wochen wurde sein Spiel immer wilder, während der alte Musiker immer abgezehrter wirkte, dass es einen erbarmen musste. Er weigerte sich nun beharrlich, mich einzulassen und wich mir aus, wenn wir einander auf der Treppe begegneten. Dann, als ich eines Nachts an der Tür horchte, vernahm ich, wie das Kreischen der Violine zu einer chaotischen, babylonischen Klangverwirrung anschwoll, zu einem Pandemonium, das mich an meiner ohnehin erschütterten geistigen Gesundheit hätte zweifeln lassen. Wäre durch die verschlossene Tür nicht der elende Beweis gedrungen, dass das Grauen allzu wirklich war? Der scheußliche, unartikulierte Schrei, den einzig ein Stummer von sich geben kann und der nur in den Augenblicken der entsetzlichsten Furcht oder Pein zu hören ist. Ich klopfte wiederholt an die Tür, erhielt aber keine Antwort. Danach wartete ich im finsteren Korridor, zitternd vor Kälte und Angst, bis ich den schwachen Versuch des armen Musikers hörte, sich an einem Stuhl vom Boden hochzuziehen. Ich glaubte, er habe nach einem Ohnmachtsanfall gerade das Bewusstsein wiedererlangt und klopfte erneut, wobei ich meinen Namen rief, um Zann zu beruhigen. Ich hörte, wie Zann zum Fenster schlurfte, den Laden schloss und den Vorhang zuzog. Dann stolperte er zur Tür, die er zögerlich entriegelte, um mich einzulassen. Dieses Mal schien seine Freude, mich zu sehen, aufrichtig zu sein. Denn sein verzerrtes Gesicht strahlte vor Erleichterung, während er sich an meinem Mantel klammerte, wie ein Kind sich am Rock seiner Mutter festhält. Der jämmerlich zitternde Alte drängte mich, auf einem Stuhl Platz zu nehmen und ließ sich auf einen anderen fallen, neben dem seine Violine und der Bogen unachtsam auf dem Boden lagen. Eine Zeit saß er untätig da, nickte merkwürdig, erweckte aber den paradoxen Anschein, angestrengt und angsterfüllt, auf etwas zu lauschen. Dann schien er befriedigt zu sein und ging zum Tisch, wo er eine kurze Notiz schrieb, sie mir gab und wieder an den Tisch zurückkehrte, wo er mit einer raschen und unablässigen Niederschrift begann. Die Notiz ersuchte mich im Namen der Barmherzigkeit oder, um meiner Neugier willen, hier zu warten, während er auf Deutsch einen vollständigen Bericht über all die Wunder und Schrecken verfasste, die ihn heimsuchten. Ich wartete, und der Bleistift des Stummen flog übers Papier.
Es war vielleicht eine Stunde später, während ich noch immer wartete und die fieberhaft beschrifteten Blätter des alten Musikers sich immer höher anhäuften, als ich sah, dass Zan wie vom Schlag gerührt zusammenzuckte. Unzweifelhaft sah er zum Fenster hin und lauschte zitternd. Dann bildete ich mir ein, selbst einen Klang zu hören. Doch war es kein entsetzliches Geräusch, sondern vielmehr eine außerordentlich tieftönende, unendlich ferne Melodie, die aus einem der Nachbarhäuser oder von jenseits der hohen Mauer zu kommen schien. Der Effekt auf Zan war grauenhaft, denn er ließ den Bleistift fallen, erhob sich ruckartig, ergriff seine Violine und ging daran, die Stille der Nacht mit der wilden Musik zu zerreißen, die ich bislang nur gehört hatte, wenn ich an der verriegelten Türe lauschte. Es wäre sinnlos, Erich Zans Spiel in jeder schrecklichen Nacht beschreiben zu wollen. Es war entsetzlicher als alles, was ich je zufällig gehört hatte, weil ich nun den Ausdruck auf seinem Gesicht sehen und erkennen konnte, dass diesmal nackte Furcht sein Beweggrund war. Er versuchte, irgendeinen Lärm zu erzeugen, um etwas abzuwehren oder zu übertönen. Doch was? Das vermochte ich mir nicht auszumalen, wenngleich ich spürte, dass es etwas Grauenhaftes sein musste. Sein Spiel wurde unwirklich, rasend und hysterisch, bewahrte sich indes bis zum Schluss die Eigenschaft eines erhabenen Genies, das, wie ich wusste, diesem seltsamen alten Mann zu eigen war. Ich erkannte die Weise. Es war ein wilder, ungarischer Tanz, der in den Theatern beliebt war. Und einen Augenblick lang dachte ich darüber nach, dass dies das erste Mal war, dass ich Zan das Werk eines anderen Komponisten spielen hörte. Immer lauter und immer wilder stieg das Kreischen und Wimmern der rasenden Violine an. Der Musiker war auf unheimliche Weise in Schweiß gebadet und zuckte wie ein Affe, wobei er stets panische Blicke auf das verhangene Fenster warf. In seinen irren Melodien sah ich geradezu Satyren und Bacchantinnen, wie sie wahnsinnig durch brodelnde Abgründe voller Wolken und Rauch und Blitze tanzten und wirbelten. Und dann glaubte ich, einen schrilleren, stetigeren Ton zu hören, der nicht von der Violine herrührte. Ein ruhiger, besonnener, entschlossener, höhnischer Ton von weit her aus dem Westen. In diesem Augenblick begann der Fensterladen in dem heulenden Nachtwind zu klappern, der sich draußen wie zur Antwort auf das irre Spiel im Zimmer erhoben hatte. Zans kreischende Violine übertraf sich nun selbst darin, Klänge zu erzeugen, von denen ich nie geglaubt hätte, dass ein solches Instrument sie zu erzeugen vermöge. Der Fensterladen klapperte lauter, riss sich los und fing an, gegen das Fenster zu schlagen. Dann barst das Glas schauerlich unter den beständigen Schlägen und der eisige Wind stürmte herein, ließ die Kerzen flackern und die Papierbögen auf dem Tisch rascheln, wo Zan mit der Niederschrift seines grausigen Geheimes begonnen hatte. Ich blickte zu Zan hinüber und sah, dass er nicht mehr bei vollem Bewusstsein war. Seine blauen Augen traten glasig und blind hervor und das frenetische Spiel war zu einer unbewussten, mechanischen und unkenntlichen Orgie geworden, die keine Feder je auch nur andeuten könnte. Ein plötzlicher Windstoß, stärker als die vorangegangenen, ergriff die beschriebenen Saiten und fegten sie zum Fenster. Verzweifelt griff ich nach ihnen, doch sie waren fort, ehe ich die zerbrochenen Fensterscheiben erreicht hatte. Dann entsann ich mich meines alten Wunsches, aus diesem Fenster zu blicken. Dem einzigen Fenster in der Rue de See, von dem aus man den Abhang
jenseits der Mauer und die darunter sich ausbreitende Stadt sehen konnte. Es war sehr finster, doch die Lichter der Stadt brannten nachts schließlich immer, und ich erwartete, sie inmitten von Regen und Wind zu erblicken. Doch als ich aus diesem höchsten aller Giebelfenster sah, während die Kerzen flackerten und die wahnsinnige Violine gemeinsam mit dem Nachtwind heulte, erblickte ich keine Stadt, die sich unter mir erstreckte und in der freundliche Lichter in vertraute Straßen brannten, sondern allein die Schwärze eines grenzenlosen Raumes, eines unvorstellbaren Raumes, von lebendiger Regung und Musik erfüllt und mit nichts auf Erden zu vergleichen. Wie ich dastand und voller Entsetzen hinaussah, blies der Wind die beiden Kerzen in jener uralten Mansarde aus und ließ mich zurück in grausamer und undurchdringlicher Dunkelheit. Vor mir das dämonische Chaos und hinter mir der Irrsinn der Geige, die in die Nacht hinausschrie. Ich taumelte zurück in der Finsternis. Ohne die Möglichkeit, ein Licht anzuzünden, stieß ich gegen den Tisch, warf einen Stuhl um und tastete mich schließlich zu der Stelle, wo in der Dunkelheit die erschütternde Musik kreischte. Ich wollte mich und Erich Zahn retten, musste es zumindest versuchen, welche Kräfte sich mir auch immer entgegenstellen mochten. Einmal glaubte ich, etwas Kaltes streife mich und ich schrie auf. Doch ging mein Schrei in der scheußlichen Musik der Violine unter. Plötzlich traf mich aus der Dunkelheit der wie toll segende Bogen und ich wusste, ich war dem Spielenden nah. Ich tastete mich vorwärts, berührte die Rückenlehne von Zans Stuhl und fand dann seine Schulter, die ich schüttelte, um ihn wieder zur Besinnung zu bringen. Er reagierte nicht darauf und die Violine kreischte ohne Unterlass weiter. Ich legte ihm die Hand auf den Kopf und konnte seinem mechanischen Nicken Einhalt gebieten. Ich schrie ihm ins Ohr, dass wir beide vor den unbekannten Wesen der Nacht fliehen müssten. Doch weder antwortete er mir, noch ließ die Raserei seiner unbeschreiblichen Musik nach, während in der ganzen Mansarde sonderbare Windströme in der Finsternis zu tanzen und zu flüstern schienen. Als ich mit der Hand sein Ohr berührte, erschauderte ich, obwohl ich nicht wusste, warum, bis ich sein starres Gesicht ertastete. Das eiskalte, reglose Gesicht, dessen glasige Augen sinnlos ins Leere glotzten. Dann fand ich wie durch ein Wunder die Tür und stürzte panisch fort von diesem glasäugigen Ding der Finsternis und dem teuflischen Geheul jener verfluchten Violine, deren rasendes Wüten sich bei meiner Flucht noch zu steigern schien. Ich rannte, sprang, flog die endlosen Treppenfluchten des dunklen Hauses hinunter, raste besinnungslos hinaus auf die enge, steile und uralte Straße voller Stufen und gebrechlicher Häuser, rannte über Treppen und Pflastersteine zu den tiefer gelegenen Straßen auf dem faulig riechenden Fluss mit seinen Kais, hetzte keuchend über die finstere Brücke hin zu den breiteren, gesünderen Straßen und Boulevards, die wir alle kennen. Das sind grauenhafte Eindrücke, die mich nicht loslassen. Und ich erinnere mich, dass dort kein Wind ging, dass der Mond am Himmel stand und dass alle Lichter der Stadt funkelten. Ungeachtet meiner überaus sorgfältigen Nachforschungen und Untersuchungen bin ich seither nicht mehr in der Lage gewesen, die Rue de Say zu finden. Doch das bereue ich nicht sehr. Weder das noch den Verlust der eng beschriebenen Blätter, die allein die Musik des Erich Zann hätten erklären können und von undenkbaren Abgründen verschlungen wurden.
Die Katzen von Ulta. Eine Geschichte von Howard Phillips Lovecraft. Gelesen und wie immer ein wenig editiert und kommentiert von Tom Daniel, dem Geschichtenweber. Man erzählt sich, dass in Ulta, jenseits des Flusses Sky, kein Mensch eine Katze töten darf. Und ich bin durchaus willens, dem Glauben zu schenken, während ich jene betrachte, die schnurrend vor dem Kamin sitzt. Denn die Katze ist geheimnisvoll und vertraut mit sonderbaren Dingen, die für Menschen unsichtbar sind. Sie ist die Seele des antiken Ägyptos und birgt Geschichten aus vergessenen Städten in Meroe und Ophir. Sie ist verwandt mit dem Herrn des Dschungels und erbte die Geheimnisse des uralten und finsteren Afrika. Die Sphinx ist ihre Cousine und sie spricht ihre Sprache. Doch sie ist älter noch als die Sphinx und erinnert sich an das, was jene vergessen hat. Lange bevor die Bürger das Töten von Katzen verboten, lebten in Ulta ein alter Kleinbauer und seine Frau, die sich daran ergötzten, die Katzen ihrer Nachbarn zu fangen und zu schlachten. Warum sie dies taten, weiß ich nicht. Obgleich viele die nächtlichen Gesänge der Katzen hassen und es übel nehmen, dass Katzen in der Dämmerung durch Höfe und Gärten schleichen. Doch dieses alte Ehepaar fand, weshalb auch immer, Vergnügen daran, jede Katze, die sich ihre Karte näherte, zu fangen und zu töten. Und eingedenk einiger nach Einbruch der Nacht vernommenen Geräusche, stellten sich viele Dörfler vor, dass die Tiere auf ganz sonderbare Weise getötet wurden. Die Dörfler sprachen jedoch nie mit den Alten und seiner Frau über solche Dinge, wegen des berüchtigten Ausdrucks in den verwitterten Gesichtern der beiden. Und weil ihr Häuschen so klein war und in einem finsteren Winkel, im Schatten ausladender Eichen, am hinteren Rand eines vernachlässigten Hofes stand. Um die Wahrheit zu sagen, so sehr die Katzenbesitzer diese kauzigen Leute auch hassten, sie fürchteten sie noch viel mehr. Und anstatt sie brutale Mörder zu schimpfen, achteten sie lediglich darauf, dass kein geschätztes Haustier oder Mäusejäger sich je in Richtung der abgelegenen Bruchbude unter die dunklen Bäumen verirrte. Wenn eine Katze unvermeidlich der Aufsicht entging und vermisst wurde und man nach Einbruch der Nacht Geräusche hörte, klagte der ehemalige Besitzer machtlos oder tröstete sich, indem er der Vorsehung dankte, dass nicht eines seiner Kinder auf diese Weise verschwunden war. Denn die Leute aus Ulta waren einfältig und wussten nicht, wo alle Katzen ihren Ursprung hatten. Eines Tages erreichte eine Karawane seltsamer Nomaden aus dem Süden die schmalen Kopfsteinpflasterstraßen von Ulta. Es waren dunkelhäutige Menschen, die keine Ähnlichkeit mit den anderen Zigeunern hatten, welche zweimal im Jahr das Dorf durchquerten. Auf dem Marktplatz sagten sie gegen Silbermünzen die Zukunft voraus und kauften den Händlern bunte Perlen ab. Niemand wusste, aus welchem Land dieses fahrende Volk kam. Man beobachtete jedoch, dass sie merkwürdige Gebete sprachen und die Seiten ihrer Wagen mit eigenartigen Figuren mit menschlichen Leibern und den Köpfen von Katzen, Falken, Widdern und Löwen bemalten. Und der Anführer der Karawane trug einen Kopfschmuck mit zwei Hörnern
und einer sonderbaren Scheibe dazwischen. Mit dieser einzigartigen Karawane reiste ein kleiner Junge ohne Vater und Mutter, aber einem schwarzen Kätzchen, um das er sich kümmerte. Die Pest hatte ihm übel mitgespielt, doch hatte sie ihm dieses kleine, pelzige Ding hinterlassen, seinen Kummer zu lindern. Und ist jemand sehr jung, kann ihm das lebhafte Herumtollen eines schwarzen Kätzchens sehr tröstlich sein. So lächelte der Junge, den die dunkelhäutigen Menschen Menes nannten, öfters, als dass er weinte, während er auf den Stufen eines seltsam bemalten Wagens saß und mit seinem anmutigen Kätzchen spielte. Am dritten Morgen des Aufenthalts der Nomaden in Ulta konnte Menes sein Kätzchen nicht finden. Und als er auf dem Marktplatz laut schluchzte, erzählten ihm einige Dörfler von dem Alten und seiner Frau und den nächtlichen Geräuschen. Und nachdem er diese Geschichten angehört hatte, ließ er das Schluchzen sein und dachte nach, um schließlich zu beten. Er streckte die Arme in Richtung Sonne und betete in einer Sprache, die kein Dörfler verstehen konnte. Allerdings gaben die Dörfler sich auch keine große Mühe, sie zu verstehen, da ihre Aufmerksamkeit vom Himmel und den eigentümlichen Wolkenformen, die dort Gestalt annahmen, gefesselt wurde. Es war sehr sonderbar, doch während der kleine Junge sein Bittgebet äußerte, schien es über ihm, die schattenhaften, nebulösen Umrisse exotischer Dinge zu bilden. Zwitterwesen, gekrönt mit Scheiben zwischen den Hörnern. In der Natur gibt es unzählige derartige Trugbilder, die fantasievolle Menschen beeindrucken. In jener Nacht verließen die Nomaden Ulta und wurden nie wieder gesehen. Und die biederen Bürger machten sich Sorgen, als sie bemerkten, dass im ganzen Dorf keine einzige Katze mehr anzutreffen war. Vor jedem Kamin fehlte die sonst stets dort ruhende Katze. Katzen groß und klein, schwarz, grau, getigert, sandfarben und weiß. Der alte Kranon, der Bürgermeister, schwor, die Dunkelhäutigen hätten die Katzen mitgenommen, als Rache für die Ermordung von Menes Kätzchen. Und er verfluchte die Karawane und den kleinen Jungen. Doch Nied, der hagere Notar, behauptete, es sei viel naheliegender, den alten Bauern und seine Frau zu verdächtigen. Denn ihr Hass auf Katzen sei altbekannt und zunehmend dreist. Dennoch wagte niemand, sich bei dem finsteren Paar zu beschweren. Nicht einmal, als der kleine Atal, der Sohn des Gastwirts, schwor, er habe in der Dämmerung alle Katzen von Ulta in jenem verfluchten Hof unter den Bäumen gesehen, wie sie sehr bedächtig in Zweierreihen einen Kreis um das Häuschen bildeten, als wollten sie irgendein unerhörtes, tierisches Ritual zelebrieren. Die Dörfler wussten nicht, wie viel sie einem so kleinen Jungen glauben konnten. Und obwohl sie befürchteten, dass das böse Gespann die Katzen mittels Magie ums Leben gebracht hatte, verzichteten sie lieber darauf, den alten Bauern zu schelten. Und wollten dies nur tun, wenn sie ihm außerhalb seines dunklen und abstoßenden Hofs begegneten. So ging Ulta vergeblich zürnend zu Bett. Und als die Menschen bei Sonnenaufgang erwachten, siehe da, jede Katze lag wieder an ihrem gewohnten Platz am Kamin. Groß und klein, schwarz, grau, getigert, sandfarben und weiß. Keine fehlte. Sie wirkten sehr gepflegt und wohlgenährt und schnurrten vor lauter Zufriedenheit. Die Bürger besprachen den Zwischenfall untereinander und wunderten sich nicht wenig.
Der alte Kranon beharrte erneut darauf, die Dunkelhäutigen hätten die Katzen mitgenommen, da sie vom Häuschen des Alten und seiner Frau nicht lebend zurückgekehrt wären. Doch alle waren sich einer Sache einig. Es war sehr ungewöhnlich, dass alle Katzen sich weigerten, ihr Häppchen Fleisch zu essen und ihr Tellerchen Milch zu trinken. An dieser Stelle keine Kuhmilch für Katzen. Und die geschmeidigen, faulen Katzen von Ulta rührten zwei ganze Tage lang kein Essen an, sondern schlummerten am Kaminfeuer oder in der Sonne. Es dauerte fast eine ganze Woche, ehe die Dörfler bemerkten, dass hinter den Fenstern des Häuschens, unter den Bäumen, abends kein Licht schien. Dann stellte der hagere Niet fest, dass seit jener Nacht, als die Katzen fortgewesen waren, keiner den Alten oder seine Frau gesehen hatte. Eine weitere Woche später beschloss der Bürgermeister, seine Ängste zu überwinden und der stillen Behausung einen Pflichtbesuch abzustatten. War jedoch darauf bedacht, Shang, den Schmied, und Thul, den Steinmetz, als Zeugen mitzunehmen. Und nachdem sie die klapprige Tür aufgebrochen hatten, fanden sie nur dies: zwei säuberlich abgenagte menschliche Skelette auf dem Lehmboden und etliche merkwürdige Käfer, die in den düsteren Ecken umherkrabbelten. Daraufhin wurde unter den Bürgern von Ulta viel geredet. Der Gerichtsarzt Zart diskutierte ausführlich mit dem hageren Notar Niet. Und Kranon und Shang und Thul wurden mit Fragen überhäuft. Sogar der kleine Atal, der Sohn des Gastwirts, wurde verhört und bekam ein Bonbon zur Belohnung. Sie sprachen über den alten Bauern und seine Frau, über die Karawane der dunkelhäutigen Nomaden, den kleinen Menes und sein schwarzes Kätzchen und den Himmel während seines Gebets, die Machenschaften der Katzen in der Nacht, als die Karawane weiterzog, und über das, was man später in dem Häuschen unter den dunklen Bäumen in dem abscheulichen Hof gefunden hatte. Und schließlich ließen die Bürger jenes bemerkenswerte Gesetz ergehen, von dem die Kaufleute in Hatek erzählen und über das die Reisenden in Nir diskutieren. Nämlich, dass niemand in Ulta eine Katze töten darf.